Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Am Freitag, den 23. August, genau, noch im August. 2024. Ja, ich habe mich heute besonders schön gemacht für euch. Also so, dass ihr mir glaubt, dass ich wirklich gerade erst aufgestanden bin. Ich muss aber sagen, der Look ist gar nicht so schlecht. Also wenn man den so ein bisschen tatsächlich dieses stylt sozusagen, gefällt mir das gar nicht mehr so übel. Aber wie auch immer. Das Wichtigste war jetzt einmal, dass ihr mir glaubt, ich bin wirklich gerade aufgestanden. Und der Sinn und Zweck dieses Videos ist es jetzt, ein echtes Reaction-Video zu machen. Ja, also ich höre mich in der Früh tatsächlich etwas krasser an, falls ihr mich noch nie um die Tageszeit gehört habt. Weiß ich nicht, wie das so mit meinen Wochen im Planer war, wie da jemals wirklich so früh dann gedreht habe. Ja, also wie gesagt, ich werde jetzt nur das Mikrofon ein bisschen weiter weg tun, weil es geht die ganze Zeit in den roten Bereich. Das ist ein bisschen zu viel. So, danke. Also das ist alles live und ungeschnitten, was ich da jetzt mache, weil ich hätte nämlich nicht einmal die Zeit. Ich muss nämlich noch ein anderes Video auch noch bearbeiten. Da möchte ich noch was filmen. Und überhaupt habe ich seltsamerweise jetzt gerade irre viele Pläne, nachdem ich jetzt wochenlang überhaupt nichts gemacht habe. Ja. Das erzähle ich euch dann alles noch. Aber ja, also, ein OG-Reaction-Video auf das Hobonichi-Lineup. Weil halt ist es ja soweit. Und was kann ich, ob ich euch sagen soll, wie das ganze Reveal-Dingsbums für mich so gelaufen ist? Ich meine, die Begeisterung ist mir flüchtig ins Gesicht geschrieben, gell? Also bis jetzt bin ich slightly underwhelmed, ja. Ein paar Sachen waren nicht schlecht. Also mir fällt jetzt da ganz akut so ein schwarz-weißes Cover ein. Das aber gar nicht einmal der Star des Reveals war. Das Reveal war eigentlich mehr so ein goldenes Cover. Und da war so irgendwie nebenbei noch dieses schwarz-weiße. Das war aber cool. Da hat mich auch die Machart interessiert. Dann fällt mir ein fotorealistisches ein, das ich sehr spannend finde. Und der Paddington Bär. Immer. Der Paddington Bär. Was soll man denn da dazu sagen, gell? Gut. Dann würde ich sagen, starten wir aber gleich einmal in medias res. Das heißt, ich werde mal da kurz umschalten zum Thema. Ja, also ihr seht es wirklich, ich habe noch nicht einmal die Seiten aufgerufen. Das heißt, wir machen das jetzt alles gemeinsam. Aber wie gesagt, es könnte sein, dass ich ein bisschen langsam bin. Ich habe übrigens meinen Kakao hier, gell? Also wirklich, ich habe mich sofort hingesetzt, nachdem ich das Schatzchen aufgeweckt habe. Und wir schauen uns das jetzt gemeinsam an. Gut, also, wie war das jetzt? Hobonichi 2025. 25, würde ich jetzt sagen. Schwuppdiwupp. Und Preview Stadium. Von dort weg sollte das ja verlinkt werden. Full Lineup Revealed. Also aufregend ist es ja schon. Ja? Also ich will jetzt nichts sagen. Aber es ist schon jedes Jahr spaßig und spannend. Gell? Ja, wir werden am Ende des Videos dann sehen, ob ich was kaufe oder ob ich nichts kaufe. Ne? Irgendwie ist laut. Das Schatzlichen ist natürlich auch wach. Gell? Und die Katze wird auch ständig kommen und wird was zu fressen haben wollen. Also kann schon sein, dass sie zwischendrin immer wieder ein bisschen unterbrechen muss, damit die dem Zimmer irgendwie was zu fressen geben kann. Die wird jetzt nämlich sowieso total unglücklich sein, weil sie ja nicht kuscheln kann jetzt mit mir. Zum Glück habe ich heute frei. Wir können später kuscheln. So, also jetzt, lange Rede, kurzer Sinn. Full Lineup Reveal. Okay. Ja, das ist toll, dass ihr nach Österreich versendet. Das habe ich ja tatsächlich bis jetzt nicht gewusst. Gut, also eine Sache ist auf jeden Fall gleich. Ich weiß nicht, wie viele E-Mails ihr gekriegt habt und so, aber
Ihr müsstet euren Account, den ihr schon habt bei Hobonichi, in irgendeiner Form irgendwohin übertragen. Damit habe ich mich tatsächlich noch nicht beschäftigt. Es würde ich im Fall des Falles dann halt im Laufe der Woche machen. Aber die haben da jetzt irgendwie ein lustiges neues System. Na gut, also wir haben einmal da oben unser Bild. Da sind schon einige Sachen drinnen. Also ich glaube eh, kann mich jetzt nicht erinnern an diesen Trifold, der da liegt. Kann sein, dass der neu ist jetzt. Oder vielleicht war er im Line-Up, also im Reveal und ich habe ihn nur nicht gesehen. Oder es ist vielleicht sogar ein älteres Design. Das ist natürlich auch noch einmal eine Möglichkeit. Genau. Was ich vielleicht auch noch dazu sagen sollte, ich werde definitiv zwei Videos machen, weil wir können nicht die Planer und die Accessories in einem Video machen, das geht sich nicht aus. Abgesehen davon, dass zumindest irgendwo habe ich das gelesen, es neue Stabo-Arten gibt. Ja, ich glaube, das wird dann eh erst im Laufe der Woche jetzt dann vorgestellt. Das ist dann noch ein weiterer Punkt, bis es dann halt soweit ist, dass wir wirklich bestellen dürfen. Ich habe eine Stapo, die ist süß klein. Also ein bisschen da die Hoffnung, dass sie vielleicht Stapos in einer größeren Größe. Aber gut, das ist ein völlig anderes Thema. Gut, sagen wir noch nicht. Ja? Gut, ich könnte jetzt natürlich gerne mal auf In-Stock klicken und schauen, was verschwindet. Ich hoffe doch sehr, dass sie alles in Stock haben, was sie jetzt da zeigen. Gut, aber dann einmal gleich weiterschauen. Angeblich ist es ja das größte Line-Up ever. Habe ich gelesen irgendwo. Ich weiß nicht, ob ich es auf Hobonichi gelesen habe oder sonst wo. Wir haben auf jeden Fall weiterhin unsere Originals. Das sind unsere A6. Die Cousins mit A5. Die Horns in A6 und A5. Die Weeks, die Dayfreeze in A6 und A5. Und die Five-Year-Techo in A6 und A5. Ja, also soweit haben sie jetzt zumindest nichts Neues hinzugefügt. Was habe ich denn irgendwie überlegt gehabt, was dann eventuell hammert? Na, mal sehen. Aber interessant ist auf jeden Fall, dass die Hons jetzt eigene Kategorie gekriegt haben und offensichtlich nimmer mit den A6 die Hons A6 und dann mit den Cousins die Cousins A5. Also sie sind jetzt auf die gleiche Ebene gestiegen sozusagen, wie eben auch die Weeks, wo dann alle in einer eigenen Kategorie sind. Das ist gut, weil ganz ehrlich, wir sind sehr gespannt auf die Hons dieses Jahr. Wir heißt die Lilly und ich. Ich meine, Moritz sicher auch, mit ihm habe ich auch sehr viel über dieses Line-Up schon gesprochen. Aber hauptsächlich jetzt einmal die Lilly und ich, weil wir machen ja dann immer im August so dieses morgendliche. Und wie gefällt dir das heutige Design? Ist immer sehr lustig. Gut, aber dann schauen wir jetzt einmal. Okay. Also jetzt einmal so auf den ersten Blick sehe nicht, dass da irgendwie heißt, schaut euch die neuen A6 an, die schauen jetzt ganz anders aus als früher. Also, hoffen wir mal. Dann kommen wir mal in die erste Reihe der Cover, wobei ja immer netterweise dazu steht, hoppala, was tust du da? Sei brav. Hab nichts gemacht, gell, und trotzdem fangt so zum Zicken an. Ja, also es steht immer ganz nett dabei, welche wirklich dieses Jahr neu sind. Und ja, neu ist auf jeden Fall dieses Charcoal Fairy. Das ist durchaus nicht unhübsch jetzt für ein einfärbiges Cover. Also wir haben eben so ein bisschen ein Schweinchenrosa, Barbie-Rosa, wie auch immer man das nennen möchte. Und eben innen drinnen so ein Grau-Braun, würde ich das jetzt nennen. Also es ist gefühlsmäßig schon eher ein Braun, aber doch sehr gräulich. Und ich finde die Farbkombination jetzt schon sehr hübsch. Also eben dieses verspielte Außen, aber wenn er offen am Tisch liegt, dann hast du doch was sehr Ernstes. Und ja, ich glaube, das kommt schon einigen entgegen. Zumindest wenn es rosa mögen. Man, ich mag grundsätzlich rosa. So ist nett. Genau. Ja, also das wäre jetzt einmal ein einfärbiges. Dann schauen wir aber, da gibt es noch mehr.
Dann schauen wir einmal ganz kurz. Also grün. Wie schaust du innen drinnen aus? Hell beige. Also grundsätzlich noch einmal zur Wiederholung. Ich sage das ja in jedem meiner Rubunichi-Line-Up-Videos. Ich mag es nicht, wenn es innen drin hell ist, weil das liegt dann auf meinem Tisch, dann ist der helle, die hellen Planerseiten und dann ist alles irgendwie so hell. Also ich mag es lieber, wenn meine Hobos innen drinnen dunkel sind. Genau, nichtsdestotrotz ist es hübsch. Ich finde jetzt der Kontrast zwischen dem Grün und diesem Beige relativ niedrig. Gut, dafür ist es dementsprechend zurückhaltender, also durchaus auch okay. Dann dieses Gelb mit dem braunen Karamellpudding. Man allein nicht der Name allein ist ja schon sensationell, gell? Ich finde auch die Darstellung jetzt mit diesem Bild, wo er auf dem Teller liegt und das passt einfach zu Karamellpudding. Von außen einmal den Kontrast eben mit dem Gelb und dem Braun schaut super aus. Vielleicht ein bisschen so in die stilisierte Honigbienenrichtung auch, gell? Also gerade, dass es nicht noch Streifen hat, aber eben so. Honigwaben sind ja auf zu braun, orange, gelb. Und innen drin, also das Braun ist auf jeden Fall sehr schön. Das gefällt mir gut. Gefällt mir sehr gut. Ja, also das kann ich mir durchaus vorstellen, wenn ich jetzt eben einfärbige Cover haben wollen würde. Grundsätzlich ja, aber nicht so dringend, sagen wir mal so. Dann haben wir, ja, so ein sehr schönes. Wie würde ich das Blau jetzt bezeichnen? Da habe ich ja ein Blau im Kopf. Erstens das, mein Lieblingsblau, aber den Stiften von der Erin Condren. Weiß ich nicht. Jo, ich meine, ihr seht es ja grundsätzlich, gell, was es für ein Blau ist. Aber wie werden das Blau? Es liegt auf der Zunge, aber es ist definitiv noch zu früh. Aber auf jeden Fall sehr schönes Blau und generell glaube ich auch die Kombi mit Orange war ja schon einmal da, so Blau-Orange. Nur da war das Blau wesentlich kräftiger und hat sehr wie die Firmenfarben von uns ausgeschaut. Das schaut jetzt ein bisschen weniger aus wie unsere Firmenfarben, weil eben das Blau doch ein bisschen Dings Kornblumenblau. Genau, Kornblumenblau. Ja, ist grundsätzlich eins meiner Lieblings. Blau und Orange mag ich auch. Also, durchaus auch sehr hübsch. Bei denen schaue ich jetzt übrigens unten nicht die Geschichte an, gell? Also, ich glaube nicht, dass es das da wahnsinnig was zu sagen gibt. Man eventuell sagen sie manchmal was, warum sie die Farbkombi gewählt haben. Aber ja, also bei denen schaue ich mir das jetzt eher weniger an. Gut, und dann haben wir hier noch neu. Oh, das ist aber schon sehr schön. Also, wer es knallig mag. Gell, also muss ich schon sagen, das Orange ist sensationell und dazu dieses Aquablau sexy. Muss ich sagen. Ja, also das Blau würde ich mir gefallen lassen, dass das innen drinnen eben ist. Und da der Planer drauf liegt, sexy. Also, ja. Gell, also die einfärbigen muss ja eigentlich, bis auf vielleicht dieses Grüne, von dem ich nicht unbedingt jetzt 100% überzeugt bin, aber einfach nur, weil ich jetzt. Eben das Hell innen drin nicht mag, der Kontrast ist mir zu niedrig. Aber sonst muss ich sagen, die neuen einfärbigen Cover sind auf jeden Fall schicki. Genau. Dann gibt es allerdings offensichtlich noch Wiederholungen, eben mit diesem Kaktusflower, was ja auch schon sehr schick ist, gefällt mir auch sehr gut. Cherry Blossom Avenue. Bin ich nicht so, aber das werde ich vermutlich letztes Jahr schon gesagt haben, dass sie eben so dieses Braun zu diesem. Was jetzt nicht. Das Rosa, however, da ist es. Da ist eben das dunklere Blau mit dem Orange, gell? Also quasi. Ja, und da sieht man jetzt auch schon schön den Unterschied zwischen dem Kornblumenblau und dann eben diesem richtigen Blau-Blau. Ja. Gut, so, zurückkommt das Gingham in Black. Das war natürlich sehr schön. Und dann kommen wir jetzt da zum ersten neuen mit Design. Na, Fräulein, alles gut? Ja.
Jo, also das ist von Yumi Kitagishi, Travel Journal. Passt es jetzt offensichtlich? Ja, würde jetzt sagen. Schau dann aber vorher noch einmal. Ja, also das war definitiv ja im Reveal auch schon dabei. Und letztes Jahr, bilde ich mir ein, war vom gleichen Design her das, wie hat's geheißen? Little Things. Das Little Things war ja ein absoluter Renner. Hat mir auch sehr gut gefallen. Bei dem bin ich mir nicht so sicher, gell? Also, das schaut für mich sehr, sehr unordentlich aus. Hat ein bisschen den Touch von so einer Lade, wo einfach alles reinkommt, wo man nicht weiß, wo man es hintun soll, gell? Also, das war so die erste Assoziation, die ich da gehabt habe. Grundsätzlich, wenn ich es mir jetzt schon so ein bisschen in Ruhe anschaue, ist es jetzt weniger eine Lade, weil ich eher sehe, was so drauf ist. Es ist mehr mein Schreibtisch nach einer Bastelsession. Ja, liegt auch alles Mögliche am Tisch herum und so. Es bleibt aber unordentlich. Nur, was ich jetzt gerade sehe, das hat ein Innenleben. Und das Innenleben ist ja hinreißend. Also jetzt weiß ich nicht, das wird ja wohl. Es schaut ein bisschen wie eingesteckt aus, was natürlich Absicht ist, aber ich gehe davon aus, das gehört zum Design dazu. Das Innenleben ist hinreißend. Also nur fürs Innenleben darf ich mir den kaufen. Gott, ist der niedlich. Ja, also sie überraschen einen dann halt immer wieder, gell? Also, soweit ich mich jetzt erinnern kann, hast du im Reveal ja nur die Außenseite gesehen. Und dann habe ich gedacht, nein, ich weiß nicht, das ist eher nichts. Aber die Innenseite, ich meine, allein ich die Tasche, abgesehen davon, dass da oben die Glockenblumen rauskommen und da Katze ist. Ja. Gut, okay, passt. Wir wissen also schon. Ja, warte, jetzt schaue ich noch ganz kurz. Also, wie gesagt, Travel Journal heißt das einfach nur vom Stil her. Jetzt wollte ich nur gerade da schauen, aber. Na, das ist eigentlich sonst keine sonderliche Geschichte mehr jetzt dazu. Wobei ich ja ganz schlecht mit diesen Geschichten bin. Ja? Also tut's selber lesen. Bei manchen habe ich im Reveal die Geschichte mir ein bisschen genauer angeschaut und das hat da seine Gründe und das, da kommen wir dann auch gleich dazu. Aber sonst lesen wir das eher selten durch. Meistens ist es dann, dass ich von der Lilly höre, wie toll die Geschichte zu irgendeinem Cover ist. Dann gehe ich auch nachlesen. Und dann gefällt mir das Cover gleich 10-mal so gut. Gell? Also selbst wenn ich mir zuerst denke, na, ich weiß nicht. Und dann kommt sie um die Ecken und sagt, was, so eine tolle Geschichte. Dieses Mal habe ich sie möglicherweise so rumkriegt. Ich meine nicht, dass sie sich das Cover kaufen wird, aber zumindest die Idee habe ich eingepflanzt. Ja, dann haben wir da, das heißt jetzt Unsodo Byutsukai, Fairy in Klammer. Kann ich jetzt nicht sagen. Wartet, schauen wir mal kurz nach unten, ob da wegen dem Fairy irgendwie jetzt was zu sagen ist. Composition of the design is a bird's eye view from a high above of a ferry boat floating on the river. Okay, das ist also der Sinn dahinter. Although simplified to the utmost, we can see the boatman in charge of the boat wearing a straw hat and raincoat. The light blue color of the river is struck by large white oblique lines that look like sunlight. So in der bisschen in diese Richtung habe ich mir das so gedacht, dass das das Sonnenlicht dann eben repräsentieren soll. Schauen wir uns einmal das Design ein bisschen in der Größe an. Es gefällt mir nämlich überhaupt nicht. Gell? Also, ich meine, die Idee ist jetzt grundsätzlich ganz witzig. Also, eben alles Blaue ist Fluss und da haben wir unseren Ferryman. Ich finde die Bookmarks sehr süß. Nur diese Linien, die jetzt das Sonnenlicht darstellen sollen. Ah ja, apropos, ich soll vielleicht das Fenster zu machen, heute etwas Hecke schneiden. Um 7:22 Uhr. Dann wird es allerdings gar kalt. Kalt, heiß.
Warm ist es 25,3 Grad. Ich sag euch was. Ja. Aber ich glaube, ich werde zumachen müssen, weil das sind zu viele Geräusche. Moment. So, oder? Um den Ventilator kommen wir nämlich eh nicht rum. Ich glaube, der läuft jetzt mittlerweile seit 2 Monaten durch, weil es einfach nicht anders zum Aushalten ist. Ja, also wie gesagt, jein, also diese Sonnenlichtdinger, die sind mir zu breit und verdecken zu viel von dem möglicherweise eigentlich echt ganz süßen Design, das dort drunter liegt. Gefällt mir, wie gesagt, jetzt nicht so gut. Schauen wir uns die Innenseite an, vielleicht überrascht es mich da auch, zumindest mit am sensationell schönen Gelb. Das finde ich toll. Ja, also wie gesagt, das Design außen not so much, aber das Gelb drinnen ist. Hübsch. Gut, dann Himitsu Stranger heißt das jetzt. Das ist jetzt auch so ein bisschen ein unordentliches Cover für mich. Das hat allerdings irgendeinen Grund. Wartet, ist das ein Spiel? Song Art Book. Himitsu Stranger is based on the lyrics of 13 songs recorded by Masamune Kusano for the Music Album Himitsu Studio. Okay, also das ist Lyrics und aus diesen Lyrics inspiriert sind dann eben diese einzelnen Illustrationen. Gut, das ist ja grundsätzlich eine total nette Idee, wenn man diese Band oder diese MusikerInnen kennt, dann macht das sicher alles irgendwie Sinn, dann kennt man die Lyrics, dann kann man sich da, ah, mal schau, das ist aus dem Lied und so, da kann man sich ja ganz gut austoben. Kann ich nicht, kenne ich nicht und ich fürchte daher, ist mir das, es ist mir auch tatsächlich insgesamt ein bisschen zu wild. Innen drinnen allerdings offensichtlich wieder ein großartiges Gelb und was mir natürlich immer ganz gut gefällt ist, wenn sie ein bisschen innen auch noch einmal ein Design unterbringen. Und da noch dazu, alter Comic-Fan, der ich bin, ja, so ein bisschen in Comic-Stil. Gut, aber wie gesagt, so ganz grundsätzlich ist das Video, wie gesagt, früh. Das Cover eher mal nix für mich. So, da la. Also ich weiß ja, dass es die meisten Cover dann eben auch in A5 noch einmal gibt. Das heißt, über die A5 kann man dann oft wesentlich schneller drüber gehen als über die A6. Das ist jetzt das Cover, wo ich die Lilly dann ein bisschen so, ah ja, na, interessant, gell? Das heißt jetzt einmal, ist Naoki Ishikawa, Denali in the Midnight Sun. Genau. Denali ist, glaube ich, ein Berg in den Nordamerika zumindest. USA war sie jetzt nicht, aber auf jeden Fall Nordamerika. Und das ist jetzt ein Foto, das eben von Naoki Ishikawa gemacht worden ist. Und dann eben auf eine sehr bestimmte Art und Weise entwickelt worden ist. Gell? Und ich weiß es nicht, ob ich es überhaupt jemals erwähnt habe, aber meiner einer ist ein Jahr Fotokolleg gegangen. Und das heißt, ich habe zumindest die Schwarz-Weiß-Klasse mitgemacht. Wir haben jetzt nie irgendwie spezielle Entwicklungstechniken gemacht, aber wir haben tatsächlich noch Fotos per Hand entwickelt. Etwas, was ich nicht sicher bin, ob man das heute noch dort lernen würde. Aber ja. Und dieses Foto ist entwickelt worden, indem die Entwicklerflüssigkeit auf das Papier aufgepinselt worden ist. Ja? Also deswegen sieht man eben da auf der Seite, dass eben das Bild quasi so ausreißt. Ja, das ist einfach, weil da der Pinsel angesetzt worden ist und an den weißen Stellen eben gar keine Entwicklerflüssigkeit hinkommen ist. Ja? Ist ein bisschen spannend, wie das dann allerdings gemacht worden ist, dass diese Stellen dann weiß geblieben sind. Ja, doch.
werden es schon irgendwie dann so hinkriegt haben. Also wie gesagt, wie das ganz genau gemacht worden ist, kann ich euch nicht sagen, weil so eine Technik habe ich selber nie gelernt. Aber allein ich wegen dieser Technik, wie das gemacht worden ist und dass man dann eben zumindest laut Beschreibung auch auf dem Bild selber die Streifen sieht von Pinsel, wie das aufgetragen worden ist, das finde ich urspannend. Gell? Und wie gesagt, ich finde jetzt grundsätzlich fotorealistische Sachen nicht sehr attraktiv, das ist es gar nicht meins, aber das würde mich tatsächlich interessieren und zumindest das einmal live gesehen zu haben. Gell? Genau, und innen drinnen hat es dieses sensationelle Nachtblau, Halleluja! Das finde ich auch sehr super. Und eben mit dem Titel des Bildes dann eben noch einmal und eben das der Fotografin. Kurz mal schauen, ob wir da irgendwas finden. Ja, irgendwie habe ich da kein He or She. Nachdem ich nicht weiß, ob Naoki jetzt ein Männername oder ein Frauenname ist, bleibe ich bei der die Fotografin. Okay, gut. Also wie gesagt, ein sensationelles Nachtblau. Und dann eben dazu passend dieses Bild. Ich nehme mal an, sie werden vielleicht sogar das Blau innen drin irgendwo da aus dem Bild rausgenommen haben, damit es eben auch richtig super zusammenpasst. Also das wäre ein Strong Contender, wenn ich tatsächlich was bestellen würde. Ja, also meine Gedanken zu dem Thema kommen dann am Ende dieses Videos. Ich glaube, bei den Accessories, ja, sage ich es euch dann auch noch einmal, ob gar was dabei ist, was ich mir vorstellen kann. Aber auf jeden Fall merkt sich einmal Denali in the Midnight Sun. Gut, falsche Richtung. So, dann haben wir das da. Das ist das Hiroko Kubota. Kubota, Entschuldigung, The Tone of Illuminated Flowers. Das ist eh jetzt ein Design-Dingsbums, was eh jedes Jahr jetzt in letzter Zeit rauskommt. Kubota, ich merke mal nur, ah, da nie, ob das eine Frau oder Mann ist. Aber ich finde auch jetzt hier wieder mal nichts. Aber jedenfalls passt es halt so in dieses Design, wo letztes Jahr möglicherweise oder vorletztes Jahr die auf dem Dach oben gesessen sind und Klavier gespielt haben, diese kleinen Tierchens. Und im Hintergrund hat man dann den Tokyo Tower gesehen und so weiter und so fort. Und das diesjährige Design zumindest einmal auf dem A6 ist schon durchaus ganz niedlich. Vielleicht ein bisschen weniger entzückend wie der letzten Jahre, weil man ein bisschen wenig drauf sieht. Ja, also ich meine, klar, wir haben da den Mond und wir haben da vor allem Katzen, gell? Zwei Katzen, die Radl fahren. Super süß. Aber sonst ist das Ganze relativ gleichförmig. Es ist sehr schön. Mir gefällt es sehr gut, wie die Bäume da eben sehr stilisiert, impressionistisch gezeichnet, gemalt sind und dass sie eben so ein bisschen so leuchten fast, gell? Und dass man da dann da unten das Gras noch sieht und das Wasser nicht, das ist die Straße oder so. Also grundsätzlich gefällt es mir schon sehr gut, aber es ist jetzt nicht ganz so entzückend und süß, wie es die letzten Jahre gewesen ist, ja? Was mir gefällt, ist, dass das Design auf die Schlaufen eben übertragen ist und ich glaube, die Bookmarks sind speziell. Also die sind jetzt weiß, das sieht man jetzt nicht ganz so großartig. Aber die schauen aus, wie wenn sie, hoppala, sieht man es da besser? Nein. 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 Auch nicht. Also weiß auf weiß ist halt ein bisschen schwer zum Sehen, gell? So. Aber sie schauen so ein bisschen aus wie Rauten oder Diamanten oder wie man die Form auch immer nennen mag. Und die sind beide gleich. Genau. Und innen drinnen haben wir auch ein sehr schönes Nachtblau. Maybe das gleiche wie vorher beim Denali.
Aber innen drin dann auch noch eben gelb und das Design eben auf den Schlaufen und da auf der Tasche. Ja, es ist ein nettes Cover. Wie gesagt, die von den Vorjahren haben mir ein bisschen besser gefallen, aber es ist trotzdem hübsch. Genau, und da haben wir ein zweites. Das ist nicht neu. Genau, also das kommt zurück. Und das, ich weiß nicht, ich finde, das schaut halt insgesamt ein bisschen verspielter noch aus, ja, und weniger ernst. Also wie gesagt, das andere ist schon fast ein bisschen ernst. Das hatte Kreise als Bookmarks. Interessant. Und innen drin schaut es so aus. Also auch wieder ein bisschen das Design und auch da das Design wieder. Schaut auch sehr süß aus. Das ist mir nur insgesamt zu hell gewesen. Also ich nehme an, das habe ich letztes Jahr dann auch schon gesagt. Ja, dann kommt das da, von dem ich gar nicht überzeugt bin. Also, wie gesagt, es muss einem ja zum Glück nicht alles gefallen. Ein bisschen, woran erinnert mich denn das jetzt wieder? Irgendwas aus dem Kindergarten. Einfach die Art und Weise, wie das eingerahmt ist mit dem roten Band. Und dann hat man eben so eine lustige Zeichnung. Es erinnert mich an irgendwas aus dem Kindergarten. Was natürlich das Ganze schon wieder nostalgisch färbt und natürlich schon wieder viel besser macht. Spannend ist, jetzt habe ich mir gerade gedacht, was sind denn die zwei schwarzen Punkte da unten? Na, ich fürchte, das werden die Bookmarks sein, gell? Nur was man auf dem Bild zumindest nicht sieht, sind die Bandeln selber. Jetzt schaut das ein bisschen lustig aus. Okay, also das scheint schwarze Punkte zu haben. Heißen tut's Bassmanagement bei Mr. and Mrs. Inoue. I don't know. Jedenfalls schaut's nach zwei Hunden aus. Jo, also wie gesagt, irgendwas aus dem Kindergarten. Und auch von innen drinnen hat's was von eben diesem Kindergartending. Also irgendwie ganz witzig. Und wie gesagt, diese Idee des Nostalgischen bringt mir das Ganze natürlich schon wieder ein paar Level höher. Und ja, aber das wäre sicher jetzt kein Cover, wo ich mir jetzt denke, ja, das muss ich haben. Weil ich schon gesehen habe, dass es Leute gibt, die total begeistert sind davon. Also bitte lasst euch von meiner Meinung da nicht abbringen, dass ihr euch das zulegt. Dann finde ich spannend, da steht nicht neu dabei, aber ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, dass ich das gesehen habe. Möglicherweise war es im Frühjahrsdings dabei, Line-up. Ja, Katzen auf Toast, die surfen oder was auch immer, also so, was nicht. Ich weiß nicht. Also irgendwie ja ganz witzig, sonst darf ich nicht lachen. Aber jetzt nichts, was ich mir kaufen tät. Interessant ist die Bookmarks, das sind wirklich reine Bandeln ohne Enden. Und innen drin dann so. Ja, gell? Ist auf jeden Fall auch gleicher Designer, Designerin wie von dem anderen. Ja. Ich meine, Katzen sind drauf, gell? Sadala. Dann, nächste Reihe. Jetzt kommen wir natürlich dorthin, wo es echt gefährlich wird, weil Paddington Bear. Also ich sage euch eins, sie hätten mir nur mit Armbären mehr antun können als mit dem Paddington Bear. Und das wäre Winnie the Pooh. Und sie hätten mir kaum was Schlimmeres antun können, als jetzt den Paddington Bear in diesen Schwarz-Weiß vermutlich Originalzeichnungen auf die Cover zu tun. Ich habe ganz viele Winnie the Pooh Originalzeichnungen als Postkarten seinerzeit vor 150 Jahren mittlerweile schon in Helsinki gekauft und bei mir in Bilderrahmen aufgehängt, weil ich stehe so auf diese Zeichnungen, ja. Ja, und jetzt bringen Sie mal den Paddington Bär mit diesen Zeichnungen. Die sind ja hinreißend. Ist ja unfair. Jetzt müssen wir fast ein bisschen reinscrollen, weil das einfach so süß ist. Da schaut sich das an. Und orange. Ja. So süß. Immer keine Ahnung, was die da gerade machen. Irgendwie Weihnachtsmann im Kamin suchen? Keine Ahnung, ja.
Also, So, dann schauen wir mal, wie das Ganze innen drinnen ausschaut. Da ist er noch einmal mit Text sogar. Warte jetzt. Ah, und das ist sogar Stoffcover. Seht ihr, auf das habe ich jetzt noch gar nicht so geachtet. Aber zumindest bei dem fällt es mir jetzt auf, dass es ein Stoffcover ist. Also möglicherweise waren die anderen keine Stoffcover. Aber ja, da liegt er im Bett und liest heimlich. Ach, ist das süß. Ja. Ja, also das ist schon allein ich wegen haben wollen ein bisschen gefährlich. Da drinnen, der schaut da rein, haben wir jetzt gerade gedacht, müssen wir kurz schauen. In der Tasche ist er natürlich auch nochmal. Keine Ahnung, was das darstellt. Irgendwas so aufgerissen und er schaut so dahinter hin. Lustig wäre es ja irgendwie, wenn das jetzt so quasi das Ding wäre, wo die da reinschauen, gell? Also, aber er ist ja da noch einmal, also das wird es nicht sein. Aber ja. Gut, also Paddington Bear. Gift heißt das in Klammer. Ich weiß jetzt nicht, was das zu bedeuten hat. Na gut, jetzt haben wir schon zwei auf der Liste, gell, die potenziell möglich sind. Und dann haben wir da Spy and Family. Ich nehme mal an, das ist ein Anime oder ist es eine Manga-Serie. TV Animation Series, genau. Jo, es schaut nett aus. Also wie gesagt, wenn man diese Serie kennt und Fan davon ist, würde es mir tatsächlich auch gut gefallen. Also jetzt einmal so in meine Welt übertragen, wenn es mir so ein Cover geben täte mit den X-Men drauf, würde ich es vermutlich sofort kaufen, ich meine, abgesehen davon, dass die X-Men drauf sind, aber auch von der Aufmachung her würde es mir ganz gut gefallen. Also, ja, gell? Also Hobonichi, gute Idee, aber andere Comic-Serie. Ja, X-97 zum Beispiel. Ha, das war eine sensationelle Serie, echt. So, und von innen drin schaut es auch sehr süß aus. Also einmal schwarz, ja, was natürlich auch ganz gut zum Außencover passt. Interessanter Stofftierlöwe. Ja, das wird alles seine Bedeutung haben, wenn man die Serie kennt. Für mich eben nicht. Was mir sehr gut gefällt, ist dieses braune Bändchen da dazu mit den vermutlich goldenen Abschlüssen, was dann wiederum vermutlich zu dieser Schrift passt. Und weil ich es jetzt erst sehe, der Hund da hinten ist aber schon eine Sensation. Er erinnert mich ein bisschen an den Nepomuk mit seinen Hosen. Ja, na, sehr süß. Ja, also wie gesagt, wer mit der Serie was anfangen kann oder sonst diese Ästhetik toll findet, wird damit sicher seine Freude haben. Dann haben wir da ein neues Trifold, in dem Fall auch von Spy and Family. Da wird wahrscheinlich dieses Wappen in irgendeiner Form was damit zu tun haben. Und dann eben ein klassischer Trifold, außen in schwarz-schwarz und innen drinnen. So wie auch die von One Piece gewesen sind, wo die innen drin die Karten gehabt haben, hat man eben da jetzt auch ein Design. Ist ganz witzig. Weiß nicht, ob es für mich ist, aber ist ganz witzig. Wenn dann das Buch drinnen ist, wird man zumindest das sehen. Das wird mir gut gefallen, ja. Es ist immer ein bisschen schade, wenn dann quasi der Teil total verschwindet, ja. Aber gut, das ist halt das Schicksal, das einen immer wieder hart trifft. Gut, dann kommen wir zu Pam Fangs Sea. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das auch bei den Reveals dabei war. Irgendwie dämmert es ganz hinten so mit solchen weirden Mustern. Das gefällt mir gar nicht. Basta. Ich finde es jetzt witzig, dass es innen drin auch durchaus diese Designs mit hat. Also kurzum, wenn einem das gefällt, dann hat man es wenigstens innen drin dann auch gleich. Ich finde es auch lustig, dass dieses Bookmark eben dieses gewellte Bändchen hat. Das ist durchaus auch ganz witzig. Aber na, das gefällt mir gar nicht. Also auch, dass das eine offensichtlich silberne Schlaufe ist. Ja, ich meine, da ist dann auch Silber, es wird schon alles irgendwo ein bisschen zusammenpassen, aber
Gell? Not for me. Ganz abgesehen davon, zumindest jetzt am Bildschirm, habe ich das Gefühl, dieses Blau und dieses Blau passt nicht zusammen. Und ganz ehrlich, es passt auch das Silber und das Silber nicht zusammen. Aber da sage ich, okay, Pech mit Metallic ist immer schwierig. Aber dass das Blau und das Blau nicht zusammenpassen, das tat mir furchtbar stören. Also nein, das gefällt mir nicht. Dann können wir aber schon weitergehen. Ah ja, genau. So, und da sind wir jetzt bei diesem goldenen Cover, das sie vorher erwähnt hat. In A6 ist es also eben dieses. Ich habe es jetzt einmal von der Optik her nicht wahnsinnig aufregend gefunden. Also es ist schon schön. Es hat was sehr Edles. Außen eben dieses und innen drinnen ist es dann Silber. Das wird schon einmal dafür sorgen, dass es nichts für mich ist. Interessant ist, dass es eins von den ganz, ganz schlichten Covern ist, also ohne 27 Taschen. Und die Bändchen sind unterschiedlich breit. Es hat tolle Optik, muss ich sagen. Ich denke mal, dass eventuell die Bändchen und die Idee dahinter auch was damit zu tun haben, wie dieses Cover hergestellt wird. Hasen tut es auf jeden Fall noch einmal kurz. Fish Scale Crest und Juge Fabric Farm. Also das dürfte von einem Stoffhersteller wieder sein. Und das ist Brokat, made by cutting thin slices of paper, covered in gold foil and using them as threads to weave together the design. Also es ist eben aus Papier, aus vergoldetem Papier verwoben. Also die Technik an sich finde ich schon wieder super spannend und ihr wüsst auch gern, wie das ausschaut. Ja? Also so gesehen wäre das jetzt so ein Cover, dass sie gern live sehen würde, aber es wäre kein Cover, dass sie mal kaufen würde. Ja, aber wie gesagt, also durchaus sehr spannend, wie das gemacht wird. Und auch die Textur wäre sehr spannend. Wie greift sich das dann an? Ja, genau. Okay, so, dann haben wir wieder Liberty Fabrics. Das Ding heißt jetzt Michelle und Liberty Fabrics Holly Hook. Ich weiß jetzt nicht, ob wir uns das anschauen müssen. Ich meine, die sind jedes Jahr eigentlich gleich. Ich finde sie super schön, aber auch super busy. Die Farbkombinationen sind halt jedes Mal anders und innen drinnen dann ein dazu passendes Innenleben. Wie gesagt, das wäre mir schon fast ein bisschen zu hell, aber passt super zum Außenleben. Also da nehmen sie sich so eine Farbe heraus und die. Also grundsätzlich finde ich die Liberty Fabrics alle sehr schön. Ich glaube, meine Stapo ist ja Liberty Fabric, genau, mit gelbem Innenleben. Und Holly Hooks ist dann eben vom Grundton her eher orange. Ja, also das hat echt was von 70er Jahre Hausschürzen. Maria, Hausschürzen. Ich weiß gar nicht, ob man heute noch Hausschürzen zum Kaufen kriegt. Aber ja, in den 70ern, 80ern gab es Hausschürzen. Und davor vermutlich auch. Und meine Oma hat immer Schürzen getragen. Also meistens so eine, richtig mit Latz und so. Und wie ich sie das erste Mal quasi ohne diese Schürzen gesehen habe, habe ich gesagt, Oma, hast du deine Schürzen mit? Also da hat sie uns in Innsbruck besucht und wirklich daheim hat sie die ja immer getragen. Und dann kommt sie natürlich da an und war ja im Zug und natürlich hat sie da keine Hausschürzen an. Aber ich dann gleich, Oma, wo ist deine Schürze? Und sie hat sie tatsächlich mitgehabt. Es geht gar nicht hier. Ja. Genau, vom Innenleben her ist es eben so ein schöner Salbeiton. Ich habe im Augenblick sehr viel Erfahrung mit Salbei. Ja, genau, das erzähle ich euch dann ein andermal. Was ich allerdings jetzt merkwürdig finde, ist die Kombination von dem Salbei-Innenleben und dann diesem fast schon grasgrün von den Bändchen. Ich meine, ich nehme mal an, wir finden beide grün da drinnen, ja, tatsächlich und so, aber. Innen drin schaut das dann strange aus. Ja, ich meine nicht, dass mir die Bändchen sowieso wahnsinnig interessieren. Ich schneide sie nicht raus. Also so garstig bin ich nicht, aber verwenden tue ich sie auch nicht. Gut, dann der Trifold, eben hoppala. Der ist auch neu. Ich habe ja gewusst, dass ich den noch nicht kenne. Full Moon, Small Flowers. Ja,
Aussprechen japanischer Wörter ist definitiv nicht mein Forte, gell? Ja, also so ist es süß. Ein bisschen hätte ich jetzt gleich mal so Assoziation mit One Piece gehabt, einfach weil Piraten, Meer und da, und das wirkt für mich sehr maritim. Aber wie gesagt, ist es nicht. Hat Blümchen drauf. Schauen wir mal, wie das Ganze ausschaut. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, sieht man irgendwo ein Detail von diesem Knopfding da. Also das finde ich nicht schön. Also ja, also gerade so die Einfassung davon, das gefällt mir nicht. Das schaut ein bisschen so aus, als hätten wir es mit der Hand ausgeschnitten. So, ich mit der Hand ausgeschnitten. Also nicht irgendjemand, der das professionell macht und kann, sondern als hätte ich es mit der Hand ausgeschnitten. Gut. Dann die Blumen an sich sind schon fast ein bisschen, jetzt sehe ich es erst, ab der Tasche oder so gehen sie in die Richtung und dann gehen sie in die Richtung. Was süß ist, wenn es zusammengeklappt ist, weil dann gehen sie quasi vorne und hinten in die gleiche Richtung. Allerdings, ja, wenn ich es mir so jetzt anschaue, habe ich ein bisschen so das Gefühl, als wenn sich meine Augen so verdrahen würden. Ja. Also es ist nicht schier, aber es ist jetzt auch nichts, was mich vom Hocker haut. Genau, und so schaut das Innenleben aus. Ja. Aber Trifolds sind, finde ich, sowieso schwierig. Die brauchen meiner Meinung nach einfach zu viel Platz. Und ich sehe nicht wahnwitzig viel Vorteil, dann noch diese Klappe hier zu haben. Ich meine, ich sehe zwar schon, dass da eine Tasche ist, aber da was reinzustecken, ist dann vermutlich ja auch eher unrealistisch. Gut, so, weiterschauen. Ah ja, genau. Dieses Jahr, diese Taschencover, die waren ja jetzt die längste Zeit immer nur Japan only. Gell? Und ja, hat mich immer ein bisschen giftet, weil ich mir gedacht habe, aber vielleicht hätte ich das gern. Jetzt kriegt man die tatsächlich auch überseas. Und das ist jetzt die A6-Variante. Offen schaut das Ganze so aus, also eben, es hat überall außen einmal Taschen, hat Dinge, damit man Träger anhängen kann. Ob der Träger dann dabei ist oder nicht, das weiß ich nicht. Schauen wir mal ganz kurz dann nach unten. Habe ich mich ja nie beschäftigt, weil ich habe meine kaufen dürfen, aber offensichtlich ist der Träger dabei. Also hat man dann auch gleich eine fix und fertige Handtasche, kann eben da zum Beispiel das Handy reinstecken und so weiter und so fort. Die Frage ist nur, wie viel Platz ist dann tatsächlich auch innen drinnen? Ja, also gut, wir wissen, dass man Hobo-Cover eh relativ gut vollstopfen kann, aber was man vermutlich jetzt nicht unterbringt, ist sein Schlüssel. Ja, und Schlüssel ist halt dann schon was, ich fürchte, ohne das werden wir das Haus nicht verlassen können. Ja, also wie praktisch das dann tatsächlich ist, ist immer in den Sternen. Ja? Aber das wird man erst wissen, wenn man es tatsächlich einmal ausprobiert hat. Gell? Das Innenleben auf jeden Fall hat eben Kreditkartenfächer, dann da Fensterfach, noch was da zum Reinstecken, da kommt das Buch rein, eine Meshtasche. Ja, ich fürchte, die Meshtasche ist auf derer Seite dann das Einzige, was es gibt. Ja, und Bookmarks. Also, ich meine, die Bookmarks sind ja sowieso in meinen Augen Force Fische, weil ich das einfach nicht mag, wenn das Bookmark vom Cover unten kommt und dann irgendwie so seltsam in meinem Planer rumhängt. Also wie gesagt, ich komme mit diesen Bookmarks überhaupt nicht zurecht. Aber beim Zip-Cover treiben sie mich regelrecht in den Wahnsinn, weil die sind lang. Ja, ich kann ja nicht zumachen, wenn ich das da außerhängen habe. Ja, da musst du erst wieder irgendwo auf die Seiten stopfen. Also wie gesagt, gerade bei den Zipcover verstehe ich überhaupt nicht, warum die da Bookmarks überhaupt eine machen. Ja, kleiner Bookmark-Rant. Ja, also wie gesagt, das wäre jetzt einmal die Tasche, was ich jetzt zum Beispiel gerade bemerkt habe, was ich ganz cool finde, ist, dass man die beiden Henkelgriffe, bla bla bla, dass man die mit dem Druckknopf zusammen tun kann. Also dann braucht man nicht immer schauen, dass man beide Griffe erwischt, sondern sie sind eh zusammen. Finde ich irgendwie ein ganz ein nettes Detail. Gut, also das war eben das Stroll in Black.
Und dann kommen wir zur Fortsetzung der Trapper Keeper vom letzten Jahr. Also letztes Jahr hat es eben so ein Cover gegeben, das war knatschgelb mit so einer Ente drauf. Ich glaube, es war Ente in Windeln. Habe ich jetzt nicht wirklich was damit anfangen können, ja. Aber nichtsdestotrotz, dieses Trapper Keeper, diese Idee dahinter hat mir schon gefallen. Und tada, dieses Jahr haben sie dann das herausgebracht. Das ist eben auch ein Trifold. Von außen schaut er jetzt eben so aus. Man kann vorne und hinten was reinstecken, gell? Also wie gesagt, vorne ist es ein Fach, aber eben auch hinten ist es ein Fach. Da hat man jetzt eben zwei solche durchsichtigen Plastikfächer, was durchaus ganz praktisch sein kann für Sachen, die man halt schnell braucht, und innen drin sind die Sachen, die man nicht so schnell braucht. Und innen drinnen hat es dann eben auch diesen Flair wieder. Ein bisschen wie die Dossies mit der Bookmark auch wieder, so wie die Weeks Clearcover, die haben das ja auch. So, das ist so quasi ein bisschen das Clearcover innen drinnen vom Design her. Ich mache mir halt zu viele Gedanken tatsächlich bei diesen Covern, dass die schnell hin werden. Ja, das Ding ist Plastik. Ja, und wir wissen alle, wie lang diese Clearcover halten. Im besten Fall ein Jahr, aber sicher nicht länger. Und dementsprechend bin ich mir da halt einfach nicht sicher, wie lang haltet denn das Cover. Ja, von den Kosten her, ja gut, 17 € für das Cover ist jetzt dafür nicht wahnsinnig teuer. Ja. Es ist trotzdem, es ist ein bisschen schade, wenn so ein Cover halt dann nicht lang haltet. Auf der anderen Seite, ganz ehrlich, wir kaufen ständig neue Hobonichi-Cover. Und ja, dann ist halt einmal eins dabei, das nicht 5 Jahre danach noch im Schrank steht, sondern das halt leider auch kaputt geworden ist in dem Jahr. Aber wie gesagt, also das wäre halt das, wo ich mir Gedanken machen würde. Ich habe dieses Jahr zu wenig in der Planerwelt Zeit verbracht oder irgendjemanden gekannt, der sich dieses Trapper Keeper vom letzten Jahr gekauft hat, wie das dann eben gehalten hat. Habe ich leider keine Informationen. Jo, also wie gesagt, dann haben wir eins, das war letztes Jahr auch schon dabei, Dragon Black. Schauen wir da mal ganz kurz ein. Es ist auch wieder so ein Trifold, das hier eine Tasche hat, da eine Tasche hat und vom Innenleben her eigentlich eher recht klassisch ist. Ja, ich finde halt auch da wieder, es nicht so praktisch in Wahrheit da Sachen reinzutun. Ich meine, dadurch, dass es ein Trifold ist, liegt wenigstens nicht der Planer auf dieser Tasche. Das hat durchaus wieder seinen Vorteil, aber ja. Meistens ist es meiner Meinung nach tatsächlich besser, wenn man nicht zu viel in ein Cover einstopft. Vor allem on the go. Und A6-Cover sind für mich schon eben welche, die würde ich on the go verwenden. So, da, das Single Color hat eine neue Farbe bekommen. Ein sehr, sehr, sehr schönes Nachtblau. Ich würde jetzt nicht Mitternachtsblau sagen, aber Nachtblau würde ich vielleicht so. Späterer Abend, frühe Nacht. Genau. Ja, also dass mir die gefallen, da brauche ich glaube ich nichts Großartiges dazu sagen. Natürlich gefallen es mir, aber ich habe eben ein wunderschönes blaues in A6 und ein wunderschönes grünes in A5 und mehr brauche ich nicht. Genau. Gut, dann da ist eben zum Beispiel das Mare, das habe ich. Aber interessant, dass sie das noch haben, wenn sie ein neues in der Linie bringen. Interessant. Dann haben wir da neu, ich weiß nicht, ob das im Reveal dabei war, ein kariertes, gefällt mir sehr. Super schön, stilvoll, Zip-Cover, ich mag Zip-Cover. Ja, also gefällt mir sehr gut.
Gibt jetzt nichts Großartiges dazu zu sagen, einfach nur, dass es schön ist. Und innen drinnen ein schlichtes Design. Was ich jetzt auch durchaus nicht unsinnig finde, weil, habe ich ja gerade gesagt, diese Cover so richtig voll zu stopfen, ist eh kein Spaß. Du kannst nicht schreiben und on the go gerade, soll ja doch alles schnell gehen und wenn es dann irgendwo erst, weiß nicht, gach das Buch rausnehmen muss, damit du was schreiben kannst, das bringt es nicht. Genau. Jo, was mir allerdings ein bisschen abgeht, warte, lass mich nochmal ganz kurz da reinschauen. Warte, so. Das hat ja die Tasche, gell? Und das hat keine Tasche. Also das ist tatsächlich dann etwas, was mir abgehen würde. Die Tasche finde ich nämlich super praktisch. So, dann haben wir dann neu Only is not lonely, Ivy Green. Das ist auch eins von diesen ganz schlichten Covern, die nicht einmal Stiftschlaufen haben und so, dass da jetzt ein Text draufsteht, weiß ich nicht, ob ihr das brauchen tät. Ja, und innen drinnen eben auch ganz ein cleanes und I think, das ist Leder. Steht das irgendwo? Aha, na, PU. Also kein echtes Leder. Genau. Also ich nehme mal an, Main Material wird sich in dem Fall tatsächlich auf das Ganze beziehen. Wobei sie tatsächlich oft dann Pen Loops oder in dem Fall ist es ein Pen Hook, manchmal aus einem anderen Material machen. Das kennen wir ja gerade bei den Minnebär-Hörnern. Wo dann oft eben der Zipper-Dings oder die Schlaufen tatsächlich dann aus echtem Leder sind, obwohl der Rest dann doch wieder aus PU ist. Und jo, das ist immer ein bisschen blöd. Ich verstehe zwar das Denken dahinter, weil Leder halt mehr aushaltet, aber trotzdem blöd. Weil man halt dann überhaupt nichts damit anfangen kann, wenn man kein Leder kauft. Das ist auch sehr schön, also fällt jetzt auch in die Kategorie sehr schlicht, trotzdem ein bisschen lustig, weil Streifen und Streifen gehen immer. Innen drinnen ein bisschen zu hell wieder für mich, aber gerade, dass dann auch ein rotes Bandel dabei ist, gefällt mir sehr gut. Und wenn dann das Buch drinnen liegt, finde ich diese Umrahmung mit diesen leichten Streifendesign dann und die Schlaufen finde ich eigentlich sehr süß. Also, ich glaube, damit könnt ihr mich schon anfreunden. Wie gesagt, ein bisschen zu hell ist es mal innen drinnen, aber sonst ist es auf jeden Fall witzig. Es hat eben zumindest dieses Streifendesign noch ein bisschen sichtbar am Rand, daher hat man noch ein bisschen was Lebhaftes. Es ist nicht nur blank hell. Genau. Ah, lala, dann haben wir ein Ledercover in Schwarz, ein Ledercover in Braun, das ist neu, hat keine Stiftschlaufe, genauso wie das Bordeaux, das wohl offensichtlich letztes Jahr schon da war. Ein rein gelbes Ledercover, sehr schön, aber die schauen wir jetzt ehrlich gesagt nicht genauer an, die interessieren mich nicht. Charcoal Grey, Baby Buffalo, wow. Wax Kip. Also nicht, was das heißt, aber du bist auch Ledercover. Ja, und das hat natürlich diese interessante Schlaufe, gell, wo man die verschiedenen Stufen dann eben mittels dieser Löcher und diesem Knubbel da einstellen kann. Also das ist ein sehr schönes Cover. Wenn ich jetzt sage, ich würde mir jetzt so einfach einmal ein richtig schönes Ledercover gönnen wollen, dass ich dann tatsächlich die nächsten 10 Jahre verwende. Dann würde ich mir das da wahrscheinlich aussuchen. Also es hat eben so was Vintage-Rustikales. Ja. Gut, aber wie gesagt, nope. Dann Wax Gold. Du bist aber auch Ledercover, gell? Ja. I think. Jetzt einmal. Ja, das ist Leder. Ja. Ja, Zipcover mit Leder halt. Dann haben wir da noch ein Ledercover und dann kommen wir wieder in neuere Designs und zwar Minneperhonnen. Und Minneperhonnen, ich meine, ich mag euch ja, gell?
Aber ich kann mir nicht helfen. Die Häuser gefallen mir gar nicht. Schauen wir noch mal. Vielleicht überraschen sie mich ja auch mit einem interessanten Innendesign, aber es schaut ehrlich gesagt nicht so aus. Und das ist auch nicht typisch für meine Bärhonnen, dass die innen drin irgendwas haben. Na. Na. Aber durchaus auch wieder wegen der Innenfarbe, dieses Beachige, das war mal sowieso schon nichts für mich. Es ist zu hell, die Farbe an sich. Wobei, wenn ich da auf mein Strickzeug schaue, ich fürchte, ich habe gerade genau die Farbe in der Reisen. Es hat allerdings auch lustige Gründe, wenn euch die interessieren, müsst ihr dann einmal meine Strickvideos schauen. Da kommt jetzt dann auch einmal wieder was Neues. Ja, genau. Also wie gesagt, nein, das gefällt mir leider gar nicht. Dann gibt es ein neues Tambourine-Cover mit Jelly Beans im Hintergrund. Tambourine, ja, hübsch. Ich habe ein Tambourine-Cover, auf das stehe. Ich glaube, man sieht sogar, da hinten steht es nämlich eh. Da ist eben ein Strickbuch drinnen. Oder Wollbuch, muss ich es nennen, weil ich häkle ja. Aber der Stoff, der da dahinter ist, es schaut einfach arg ostermäßig aus. Gell? Was jetzt nicht schlimm ist, aber es wäre jetzt nichts für mich. Es ist auch insgesamt arg hell. Das Blau gefällt mir ganz gut innen drinnen. Aber auch hier wieder ein bisschen Fülle verschiedene Blau. Also das Blau ist anders als das Blau und das ist wieder anders als das Blau. Ja. Gell? Ich meine, klar, die werden alle da vorne in diesen Dings da drinnen dabei sein. Also wie gesagt, Kage vor. Genauso ist irgendwie, habe ich ja das Gefühl, sie haben tatsächlich ein bisschen was mit Ostern, weil dann haben wir eben jetzt hier auch die Hasis. Die finde ich grundsätzlich ganz witzig, die Farbkombination gefällt mir nicht und auch das Gelb innen drinnen ist ein Gelb, das ich nicht mag. Also ich mag lieber die kräftigeren und das ist irgendwie schon so ein bisschen in Richtung Limette rübergehend und das gefällt mir nicht. Das hat mir zu viel Grün drinnen. Ups, Entschuldigung. Also zu viel Grün. Was natürlich sinnvollerweise zum Cover außen dazu passt, gell? Das ja doch sehr stark grün ist. Aber ja, also wie gesagt, die Farbkombination taugt mir nicht wirklich. Spannend ist dann auch, weil ich es gerade sehe, dann da die Zipperschlaufe dazu. Die dann völlig unmotiviert, genauso wie das Lesebändchen hier, völlig unmotiviert so komisch beachig daherkommt. Why? Es kommt außen nicht vor, es kommt innen nicht vor. I don't know. Ja, also wie gesagt, not so much. Die Hasen selber sind schon süß, aber wenn dann in einer anderen Farbkombination. Gut, dann gibt es wieder ein Piece. Da haben mir ja letztes Jahr tatsächlich die Piece sehr gut gefallen. Ich glaube, da war sowohl das A6 als auch das A5 wirklich schön. Habe ich mir trotzdem nicht gekauft. Und ja, dieses Mal sind halt eben zum Beispiel die Hasen wieder dabei. In der Kombi, wie gesagt, der Hintergrund gefällt mir nicht ganz so gut, aber zumindest ist jetzt die Farbkombi selber nicht mehr ganz so, ja, jarring, würde man auf Englisch sagen. Dann hat man da ein Tambourin-Dings, dann wieder Häuser. Die Häuser gefallen mir wesentlich besser als die anderen Häuser. Ja, also grundsätzlich mag ich ja das Piece-Cover ganz gern. Es hat so ein bisschen was einfach von Stoff-Sample. Und dann könnte man sich ja glatt vorstellen, Stoff zu kaufen, weil, der Stoff gefällt mir gut. Ja, und innen drin hat es ein dreckiges Gelb-Orange. Und auch hier wieder. Das Orange ist anderes als das Orange oder Gelb, wie auch immer. Und dann relativ unmotiviert die zwei Farben, wobei in dem Fall finde ich es unmotiviert nicht so schlimm, weil es ja auch außenrum relativ willkürlich gewollt, willkürlich zusammengestellt ist. Gell? Ja, also grundsätzlich stört mir das jetzt da weniger, dass die Farben nicht so perfekt zusammenpassen. Aber das Gelb-Orange-Ding, das dann so ein bisschen dreckig ist, das gefällt mir nicht so gut. Genau. Jo, dann haben wir das Lightberry vom letzten Jahr vermutlich.
ist durchaus so ein nettes Design. Es gab ja eins mit Blümchen oder so vor 2, 3 Jahren oder so. Das war auch sehr nett. Das ist mir nur ein bisschen zu fad. Es war mir das eine damals auch ein bisschen zu fad. Gell? Da ist nicht viel was los. Es ist schon niedlich, aber wie gesagt, da ist nicht viel was los. Innen drinnen finde ich das recht hübsch, ein bisschen zu hell wiederum. Die zwei Bookmarks gefallen mir dafür sehr gut. Also ich hätte mir vielleicht fast gewünscht, den Ton da wieder zu finden. Dann da es mir glaubt noch besser gefallen. Oder zumindest das auf dem halben Weg zu dem Dunkel rüber. Gell? Hätte mir vermutlich besser gefallen. Weil es ist ja auch von heraußen der Kontrast recht groß, finde aber wiederum, dass das Grau eigentlich gar nicht zu dem Grau dazu passt. Ja, weil das geht ein bisschen zu sehr ins Blaue, wogegen das fast schon ein bisschen ins Braune geht. Slightly. Ja, bist da überfordert mitten in der Nacht. Jetzt ist es schon 8:08 Uhr. Also ich glaube, ich sitze jetzt dann schon so ungefähr eine Stunde da. Schauen wir mal ganz kurz. Haben wir da? Ja, genau. 1 Stunde 6 Minuten erzähle ich euch jetzt schon was. So, aber schauen wir weiter. Wir sind mit dem A6 noch nicht fertig. Dann haben wir das neue Mother-Cover. Mother, wie gesagt, wenn man das Spiel spielt, ist das sicher alles total spannend. Du bist geprägt, was immer ein bisschen gefährlich nach Ledercover ausschaut. Genuine Leather, genau, sag ich ja. Und von außen eben so. Wie gesagt, ist ganz witzig, aber dafür finde ich, ich finde immer, man muss da das Spiel kennen, zumindest, wenn man es schon nicht spielt, aber dann doch zumindest kennen, dass man da einfach eine Beziehung dazu aufbauen kann. Ja. Es hat, glaube ich, einmal ein Cover gegeben, wo ich gesagt habe, das darf ich sogar nehmen, obwohl ich mit dem Spiel nichts am Hut habe, einfach weil mir das allgemeine Design sehr gut gefallen hat und es ein bisschen, glaube ich, im Stil von so College Branding USA sowas gegangen ist. Also das hätte mir so ganz gut gefallen. Möglicherweise sogar das da. Genau, ich glaube, es war tatsächlich das. Ja, das brauchen wir uns jetzt nicht wieder anschauen. Dann haben wir da auch noch ein paar alte Mothercover. Dann haben wir ein One Piece Trapper Keeper. Also im Grunde genommen geht es da eh mehr ums Design. Also wir haben dann da Comic Panels auf diesen Kunststofftaschen außen und innen drinnen ist es dann eben auch wieder dieses Design mit dem One Piece Logo ist das, glaube ich. Ja, wenn einem das gefällt, dann ist das sicher ganz witzig. Die gehen dann übrigens wieder erst im Oktober raus. War letztes Jahr auch so, dass One Piece erst im Oktober rauskommen ist. Das ist schon ein sehr cooles Cover. Also so ganz allgemein als Comic-Fan, wenn ich so Panels sehe, habe ich immer Riesenfreude. Ob ich das so toll finde, dass es jetzt alles knall orange rot ist, weiß ich nicht. Witzig ist aber auf jeden Fall dazu diese kontrastfarbenen Schlaufen. Und ich finde auch jetzt diesen schwarzen Streifen nicht so schlecht. Es hat ein bisschen eben was von den Comics, die man dann ins Regal stellt und dann hinten den Buchrücken hat. Es ist durchaus ganz witzig. Innen drinnen ist es dann eben auch so wasserblau. Aquablau und auch wieder das Design ja, da auf der Rückseite und auf der Tasche. Gut, ja, also wie gesagt, wenn man One Piece schaut, liest oder sonst irgendwas, dann ist das sicher eine lustige Sache. Wie gesagt, rein vom Comic-Stil gefällt es mir natürlich schon. So, das sind die zwei Trifolds von letzten und vorletzten Jahr, glaube ich. Also die sind, glaube ich, in 2 verschiedenen Jahren rauskommen, sind wieder da. Von One Piece, das sind eben die, wo die Karten drinnen ist. Braucht man nicht mehr extra reinschauen. Twinkle Tweet war auch definitiv letztes Jahr schon dabei und hat mir fürchte ich da auch schon nicht gefallen. Classic Fabrics, das gefällt mir grundsätzlich schon, aber hat mich trotzdem nie so vom Hocker gehauen. Genau, da ist dieses Trifold vom letzten Jahr. Ist auch nicht so spannend, dass es da so in nach wie vor Spinnen drinnen sich, obwohl da Blumen und Hasen drinnen sitzen sollen, sehe ich nicht.
Immer noch nicht. Dann hier haben wir Domitaro Makino, wieder dieses Cover, das ist sehr, sehr schön. Wobei aber die mit den Schwarz-Weiß-Zeichnungen grundsätzlich immer schöner finde. Ja? Aber es ist schon das auch sehr schön. Gut, ja, sag einmal, schaffen wir es dann, dass wir irgendwann die A6 hinter uns bringen? Ist ja irre, wie viel Cover das sind. Der Hund, der Hund mit der Brille, den ich ja habe, ich von der Mama gekriegt habe, der ist wieder da. Dann die Streifen, der ist auch sehr hübsch nach wie vor, genauso wie auch dieser Brownie Plate. Gentle Stripe. Sagt mir jetzt nichts, aber spricht mich jetzt nicht so wahnsinnig an. Gut, dann sind wir tatsächlich am Ende der A6-Cover. Jo, also wie gesagt, zwar Daten so in die nähere Auswahl kommen, wenn ich bestellen würde, täte, werden wir noch sehen. Von den Planern hat sich jetzt nichts geändert. Wir haben nach wie vor den japanischen, wir haben den englischen, wir haben den Avec, den es nur in Japanisch gibt, und wir haben den Planner, den es nur in Englisch gibt. Habe ich das jetzt eh richtig gesagt? Avec nur in Japanisch. Ja, und das war's dann. Und dann gibt es noch einen One Piece Lalampampam Original in Japanisch und erst ab Oktober. Gut. So, was ist da? Aha, okay, da sind noch die 24er. Da kann man eben durchaus noch die aktuellen bestellen, wenn man möchte. Das ist ja etwas, was ich vor, glaube ich, 3 Jahren oder sowas gemacht habe, wo ich mir den Kassen vom April gekauft habe, weil ich es für die Arbeit verwenden wollte. Genau, das hat nicht funktioniert und ein Jahr später bin ich dann eingezogen. Und das war für Privatsensationell. Bin ja immer noch in einer A5. Gut, so, dann kommen wir zum Kassen. Kassencover. Okay. Gut, ich glaube mal, die einfarbigen müssen wir uns nicht unbedingt von innen anschauen, außer die Farbkombination ist vielleicht besonders spannend. Wir haben einmal neu was Rosarotes mit einem zarten Gelb. Natürlich schaue ich jetzt eine, zumindest damit ich das zarte Gelb mir anschauen kann. Von außen schaut es ja sehr Barbie, definitiv Barbie, Bubblegum Rosa. Also anders als das obere, das wirklich mehr so Schweinchenrosa war, das ist mehr Bubblegum Rosa. Und dann dieses Gelb. Ist jetzt nicht so grünstichig wie in dem einen anderen Cover von A6, aber halt auch nicht so kräftig, wie ich es gern hätte. Also es ist grundsätzlich kein schlechtes Gelb, aber ich hätte es gern kräftiger. Dann haben wir das Blau da drinnen, fürchte, die wird mir wieder gut gefallen. Das schaut schon wieder so kornblumenmäßig aus. Außen finde ich es ein bisschen langweilig. Aber innen drin ist es sehr hübsch. Da muss ich dazu sagen, meistens sehe ich meine Cover von innen. Also da würde ich mich tatsächlich wegen der Innenfarbe dafür entscheiden. Und dann haben wir Winter City. Sehr schönes Blau. Ja. Mit einem sehr schönen Grau. Mit einem leichten Braunstich. Ja, doch, das wird mir gut gefallen. Also, es ist nur halt so, dass ich eher keine einfarbigen kaufe. Weil es gibt so viele andere schöne Designs und sehr langweilig. So, interessant. Lass mich jetzt nochmal kurz zu die A6 raufschauen. Und Solo, ich würde mir doch ein von dem Design hat es doch A6-Cover gegeben. Ich schaue jetzt direkt dorthin. Okay. Das ist das Unsodo sozusagen in A6. Ganz anders als das A5. Aber ich habe gewusst, die haben irgendwie in beiden Größen was gehabt. Ja, also wir haben da wieder dieses Letter, heißt es jetzt in A5. Ich glaube, in A6 hat es anders geheißen. Aber eben auch wieder dieses Cover, das so leicht nach unordentlichem Schreibtisch ausschaut. Und ganz ehrlich, ich sehe jetzt vom Design, zumindest im ersten Moment, nicht viel Unterschied zum A6. Gell? Aber wenn wir reinschauen, da schaut es gefühlsmäßig schon anders aus.
Schaut sehr süß aus, aber mir gefällt das A6 von innen drinnen besser. Also das, wie da unten diese Tasche eingerichtet ist und dann nur da oben so eine süße kleine Blume rausschaut, gefällt mir besser. Also ich finde natürlich den Schlüsselanhänger mit der Katze, finde ich schon sehr gut. Und auch, dass da so ein Bildchen von einer Katze ist, auch sehr süß. Aber die Tascheneinrichtung hat mir besser gefallen. Ja? Also innen drin schaut es definitiv anders aus. Außen vermutlich, wenn man sie nebeneinander sieht, wird man merken, ah ja, doch, schaut auch anders aus. Aber so habe ich in der Weile mal noch das Gefühl, es ist das gleiche Kramasuri, das eben auf dem Schreibtisch verstreut herumliegt. Und ja, wie gesagt, ich mag den Zeichenstil schon, aber das ist mir definitiv zu unruhig. Vor allem, was ich jetzt da total witzig finde, ist eben diese Blume und irgendwie ist da dann so wie so ein Lichtschein und da ist der Hund. Schaut irgendwie so aus, wie wenn die Blume eine Lampe wäre, die den Hund bescheint. Weird. Gut, aber das da, das ist dann eben dieses, ich werde das jetzt nicht versuchen auszusprechen, aber das schaut aus wie Mosaikfliesen und da sind dann diese Blumen drinnen. Ich nehme an, dass dieser Eindruck absolut beabsichtigt ist, weil wir das Ganze auf Mosaikfliesen liegen haben, ja? Also ich gehe davon aus, das ist totale Absicht und eben dann diese Blumen. Irgendwas hat das Cover. Aber nur irgendwas. Also ich fürchte, es ist nicht so beeindruckend, dass ich dann echt sage, ja, passt, das wäre was, was ich mir kaufen würde. Aber irgendwas hat's. Es ist halt sehr 70er Jahre auch wieder. Ich habe überhaupt so ein bisschen dieses Trendgefühl in Richtung 70er. Und die Bookmarks sind dann eben auch so kleine Fliesen. Und innen drinnen ist es blau mit dieser einen braunen Stiftschlaufe. Ja, du hast nicht. Gut, dann haben wir da auch dieses eine Cover mit den Dingen, die von diesen Songtexten inspiriert sind. Das wird innen drinnen vermutlich dann auch ganz gleich ausschauen. Ja, definitiv. Wie gesagt, Comic-Stil spricht mich immer an, aber trotzdem. Dann haben wir da wieder den Denali in The Midnight Sun. Ist das gleiche Bild wie auf dem A6. Also hier ist jetzt kein anderes ausgewählt, weil es steht ja eben Number One. Also so gesehen habe ich mir gedacht, ja, vielleicht ist auf jedem Cover ein anderes Bild drauf. Aber nein, es ist immer das gleiche. Mein Berge, gell? Sind für mich grundsätzlich natürlich auch sehr ansprechend. Aber am ansprechendsten wäre tatsächlich die Entwicklungstechnik und zu schauen, wie das dann auf diesem Bild dann wirkt. Genau, und innen drinnen ist wieder dieses Mitternachtsblau. Das ist echt Schweinsschein. Gefällt mir sehr gut. Gut, Sadala, dann haben wir das Cover. Ich glaube, das brauchen wir uns auch nicht noch einmal von innen anschauen. Das A5-Cover von dieser Kindergartenserie ist mit dem Elefanten, der das Mädchen umarmt. Das hat mir tatsächlich auch im Reveal am besten gefallen. Es war irgendwie süß und finde ich immer noch, dass das süß ist. Was mir vor allem gefällt, ist, wenn es eben so zu ist, dass das wirklich jetzt eine schöne Szene auch ist, ohne dass es eben beim Umklappen dann irgendwie Elemente verliert. Also das gefällt mir sehr gut. Und von innen drinnen ist es halt wieder mit dem Rahmen. Wie gesagt, sehr hell, aber dadurch, dass es den Rahmen hat, kann ich mir eben gut vorstellen, dass das immer noch nett auf dem Schreibtisch wirkt, ja, weil man eben doch zumindest sieht, ah, da ist mein Cover. Genau. Aber wie gesagt, das ist nicht ganz mein Stil. Im ersten Moment habe ich jetzt wegen dem Elefanten auch an diesen Gurunpa gedacht, ja. Da gab es ja eben auch tatsächlich Gurunpa im Kindergarten oder sowas war das. Also es passt schon, dass ich da so eine Kindergartenassoziation habe. Das da ist allerdings schon sehr niedlich mit dem Bären und der Katze, die den Löwenzahn-Dingern zuschauen, wie sie davonfliegen, beziehungsweise möglicherweise selber die dann auch verblasen. Das ist sehr süß. Innen drinnen das Gelb geht gerade noch, also schon noch hübsch. Und auch wieder Design auf den Schlaufen und auf der Tasche.
Gut, so, der Layan, da ist er schon wieder. Hallo. Was ich schön finde, ist, dass das ein anderes Design ist als auf A6. Today's Special. Hast going out. Also das andere hat Giftkasen, das heißt jetzt going out. Und das gefällt mir sehr gut. Ich glaube, da will er verreisen, weil das dann eben so mit Palmen und Kreuzfahrtschiff und tatata. Genau, Mystery Tour, Afternoon Mystery Tour. Klar, wie heißt das? Genau, also das schaut super süß aus. Es gefällt mir tatsächlich besser als das A6 Cover. Und innen drinnen ist er auch wieder im Bett und liest heimlich. Das finde ich sehr gut, weil das hat mir sehr gut gefallen im A6 Cover. Und dass es jetzt da auch wieder ist, ist sehr süß. Der schaut auch wieder rein. Also es wird auch da wieder ein verstecktes Design geben, das sie uns allerdings jetzt nicht zeigen. Gut, ist akzeptabel. Also wie gesagt, sehr gefährlich. Das Gelb ist auch sehr schön. Es ist ein Stoffcover. Ja, gefällt mir. Stoffcover sind immer ein bisschen angenehmer, weil sie dünner sind und durchaus auch billiger sind, Bücher aufzunehmen, die vielleicht ein bisschen dicker sind. Kleiner Tipp. Dann haben wir das Bayern Family. Das schaut exakt gleich aus wie das A6. Dann haben wir da das Trifold dazu. Und das schaut auch mehr oder minder gleich aus wie das A6. Haben wir eh schon gesagt, dass mir das nicht gefällt. Und das ist jetzt dieses Schwarz-Weiß-Cover aus dem Reveal, das eben auch mit dieser Papier-Web-Technik gemacht ist. Und das finde ich sehr schön. Also das muss ich echt sagen. Schauen wir da noch einmal ganz kurz. In dem Fall, ich meine, da schreiben sie jetzt auch Paper Covered in Gold Foil. Und das sehe ich da aber nicht. Also ich sehe da keine Goldfolie. Gell? Also deswegen bin ich da so verwirrt gewesen, ob das nur so rumgelegen ist. Und das Goldene war das da und das ist einfach nur Deko gewesen. Aber na, es ist das. Nur ich sehe halt keine Goldfolie. Gell? Schauen wir mal ganz kurz. Jetzt muss ich das tatsächlich durchlesen. Es hilft nichts. So, Fabric comes from bla bla bla. Company bla bla bla. Okay. Fabric Rescue. Klingt natürlich alles immer sehr super. This pattern resembles a stone wall called Ishigaki in Japanese. It was referred to as Aida. Ich lese jetzt nicht alles Japanische. And is shrouded in mystery. This cover material is designed for kimonos und obis and comes in calm gray tone that makes it appeal for any user. Ja, es ist sehr hübsch. Gefällt mir auf jeden Fall. Aber wie gesagt, mich verwirrt, dass das da eben steht, dass das mit Goldfolie bedingst ist. Ist es nicht. Aber wurscht. Es ist auf jeden Fall sehr schön. Schlicht und doch nicht. Und Innenleben auch wieder ganz einfach nur mit einem Pen-Hook und auch wieder mit den unterschiedlich breiten Bookmarks. Also das wäre definitiv etwas, was ich mir sehr gut vorstellen könnte. Dass es haben wollt. Dann haben wir wieder die zwei Liberty Fabrics, die haben wir uns in A6 auch schon angeschaut. Da ist jetzt nichts Aufregendes. Das ist auch ein Liberty Fabric von letzten Jahr oder vorletzten Jahr. Und dann den Trifold mit den Blümchen, in dem Fall Large Flowers. Klar ist ja jetzt A5. Und dann ist das Stroll in Dark Green. Den schauen wir uns wieder mal von innen genauer an. Also auch wieder mit Träger zum Anhängen. Das Grün erinnert ein bisschen an meins vom Valuto, von dem Zip-Cover. Wir haben auch da außen und innen. Schauen wir mal kurz, was die da alles reinstopfen. Ja, also auch wieder mehr, als ich reinstopfen würde, aber wie dem auch sei. Von innen schaut es ganz gleich aus, eigentlich wie das A6 Cover. Also nicht mehr Taschen, nicht irgendwie, dass man plötzlich eine hintere Tasche oder sowas hat.
das alles gar nicht. Ich muss dazu sagen, dass mir das Ganze eigentlich gerade ein bisschen unpraktisch auch vorkommt, dass die Taschen nach innen offen sind. Weil wenn ich das Ganze zumache, dann ist das ja quasi automatisch nach unten. Und ich hätte ja, ich meine, klar, die D-Taschen ist es Zip und so, es wird wahrscheinlich eh nur um das Fach gehen, wo ich dann vielleicht das Gefühl hätte, das könnte jetzt ausrutschen, was ich da rein tue. Aber es wird wahrscheinlich weniger schlimm sein, als ich mir das jetzt gerade ausmal. Aber ja, die Frage des praktischen Nutzens von diesen Taschen, das ist eh immer gegeben, gell? Aber in A5 kann ich es mir zumindest ein bisschen besser vorstellen, dass auch wirklich ein Handy reinpasst, ohne dass man dann gleich, weiß ich nicht, die Tasche sich selber dem Handy anpasst, weil das Handy zu groß ist. So groß wie Handys heute halt sind, gell? Als Handtaschenersatz kann ich es mir auf jeden Fall nicht vorstellen, zumindest nicht für mich, weil Problem Schlüssel. Ich habe einen großen Schlüsselbund. Gut, dann ist da der Trapper Keeper. Da finde ich es jetzt ein bisschen schade, dass das braun ist. Das Grün vom A6 gefällt mir definitiv besser. Und ja, es schaut exakt gleich aus, nur dass es halt in A5 ist. Auch da innen drinnen dieses Design mit dem Plastikzeugs. Ja, also wie gesagt, aufgrund dessen, dass ich der Meinung bin, dass das vermutlich nicht ewig lang halten wird, ist es nicht ganz auf meiner Wunschliste. Sonst finde ich finde es witzig, einfach aus diesem nostalgischen Grund her. Aber ja, das war's dann eigentlich schon. Gut, dann haben wir das Tragen wieder. Dann haben wir mein Velouto. Wie gesagt, also wer Zip-Cover mag und wer was sucht, was wirklich die nächsten 27 Jahre nicht aus der Mode gehen wird, absolut empfehlenswert. Ich liebe dieses Cover. Es ist wunderschön. Es ist super verarbeitet. Das gleiche auch mit dem Mare in A6. Ich mag den. Genau. Es ist natürlich spannend. Ich meine, da gibt es jetzt keine neue Farbe. Gell? Interessant, weil wie gesagt, bei A6 haben wir eine neue Farbe gehabt. Ob es beim Weeks dann eine neue Farbe gibt. Weeks Cover habe ich ja noch keins. Brauche ich vermutlich auch nicht, weil ich kein Weeks verwende. Sage ich jetzt auch nicht nie wieder, aber auf jeden Fall so dringend brauche ich es nicht. Und dann haben wir jetzt hier auch in A5. A5 Cover sind ja immer ein bisschen näher bei meinem Herzen als die A6 Cover. Auch dieses wunderschöne karierte, wie gesagt, ob das jetzt neu ist, kann ich gerade jetzt nicht sagen. Ich habe mich nur einfach verliebt. Ganz, ganz schlicht eben auch wieder mit den Taschen innen drinnen, wo nichts Großartiges, nur Pen-Hook, würde mir sehr gut gefallen. Jetzt muss ich nur da noch einmal schauen. Ich weiß nicht, ob ich vorher schon mal nachgeschaut habe, ob das innen drinnen oder sonst irgendwo Leder ist. Leather Zipper Pull, würde ich sagen, ist Leder, ja. Ach, schau, da gibt es dann auch noch Accessoires. Die Tasche schaut cool aus. Ah ja. Ich schaue dann nur noch ganz kurz bei den Exterior. Interior, das ganze Interior ist aus Leder. Okay, aber es ist auf jeden Fall wunderschön, gefällt mir gut. Gut, so, dann haben wir das da, da steht auch wieder Only is not lonely, gleich wie vorher. Das ist auch neu, das scheint ein bisschen eine Struktur zu haben, aber ich glaube, das büge ich mir tatsächlich nur ein. Also es hat zuerst ausgeschaut, wie wenn die dicken Streifen irgendwie flauschig wären. Aber wenn ich mir das da anschaue, na, dann ist das ein durchgehender Stoff. Twill wird aber wahrscheinlich der Name des Stoffes sein. Woven Fabric, bla bla bla. Ja, na, also das ist nicht irgendwie dreidimensional. Schauen wir noch innen drinnen rein. Ja. Also mir gefällt es immer ganz gut, wenn sie ein bisschen das Außendesign auch innen drinnen unterbringen. Die zwei Bookmarks sind auch sehr schön mit dem Rot vom Hobonichi Tag da. Also ja, doch, das ist ein sehr schönes Cover. Bisschen schlicht jetzt. Ich bin schon mehr so diejenige, die Begeisterung eben
Kariert ist schon besser als gestreift, finde ich halt. Gell? Aber es ist trotzdem, es ist ein sehr schönes Cover. Dann haben wir die Ledercover in verschiedenen Varianten. Das interessiert mich wieder weniger. Dann sind wir da wieder bei den Häusern, wieder mit den Jelly Beans und Tambourine. Und hier sind die Hasen in einer anderen Farbkombination. Gefallen mir besser. Gell? Gefallen mir besser. Es ist nicht ganz so, ich werde blind. Dieses Grün, das da dabei war, das hat mich sehr irritiert. Aber sonst ist es süß, aber man ist halt so, zumindest in unserem Kulturbereich, auf Hase ist gleich Ostern. Und dann hätte ich halt gleich so ein bisschen das Gefühl, Ostern kommt um die Ecken. Ja, dann innen drinnen ist es aber auch sehr schön. Also ich finde das Blau sehr hübsch. Es ist zwar super hell, aber beim Zipcover hat man ja eben auch wieder diesen dunkleren Rand jetzt da. Würde mir also nicht ganz so stören, aber ich frage mich auch schon wieder, wo die Farbe für die Schlaufe herkommt. Ist jetzt Minabermann generell, dass es solche hellbeigen Zipperschlaufen hat? Und das ist mir nur nie aufgefallen, weil es bis jetzt eigentlich immer irgendwie dazu gepasst hat. Also ich weiß es nicht, gell? Aber auf jeden Fall fällt es mir jetzt zum zweiten Mal auf, dass die Schlaufen eigentlich nicht zum restlichen Design passt. Gut, dann haben wir wieder da das Piece. Die Stoffkombi dazu. Ja. Finde die Eule da sehr hübsch. Ja. Ja, also es ist nichts, was mich vom Hocker reißt. Also letztes Jahr war das eindeutig anders, wo ich echt so das Gefühl gehabt habe, ja, das stimmt alles irgendwie. Da ist es jetzt nicht so, dass ich sage, ja, super, aber es ist auch nicht schick. Gut, innen drinnen wieder so ein Grün. Da finde ich es jetzt nicht so irritierend, dass die zwar Farben anders sind, aber deswegen, weil sie unterschiedlich genug sind. Bei dem anderen habe ich so das Gefühl gehabt, das Innere war mehr so eine Variation auf das da, aber so, dass es irgendwie leicht daneben war. Das hat nicht wirklich gepasst. Die sind jetzt einfach so unterschiedlich, dass es für mich jetzt Sinn macht. Und wie gesagt, auch die unterschiedlichen Bookmarks zum Piece finde ich passen die immer sehr gut. Von außen finde ich auch eben, wir haben wir Das Orange, glaube ich. wir haben wir Grün. Ich glaub's auch, Schatzchen. Ja, gut, dann haben wir da auch wieder das Lightberry. Dann das war letztes Jahr auch schon, das hat mir auch letztes Jahr schon nicht gefallen. Da gab es dann, glaube ich, im Blau das A6-Cover. Beide waren irgendwie so hell und das ist eben nach wie vor. Also es ist jetzt nicht grundsätzlich schier, aber die Farbkombination finde ich nicht so toll. Dann das Mothercover schaut jetzt auf den ersten Blick zumindest exakt gleich aus wie das A6-Cover. Ist es auch. Also auch hier haben wir uns das eh schon angeschaut gehabt. Dann haben wir das. Das ist ja am Mothercover, das finde ich generell ganz witzig. Gell? Also einfach nur wegen diesen Figuren, wie sie da aufgereiht sind. Es erinnert mir ein bisschen an Batman, ja, was jetzt natürlich ein bisschen die falsche Assoziation sozusagen ist. Aber Ness finde ich grundsätzlich ganz witzig. Dann das erinnert mich aus welchem Grund auch immer an Zurück in die Zukunft, obwohl nichts von dem, was da drauf steht und nichts von dem, was abgebildet ist, was mit Zurück in die Zukunft zu tun hat. Aber es erinnert mich dran. Und dann haben wir da wieder dieses Cover, wo ich eben sage, das ist ganz allgemein sehr hübsch. Und wir haben wieder den One Piece Trapper Keeper, den ich jetzt tatsächlich in Gelb ganz witzig finde. Ich glaube, oben war er blau. Finden Sie in Gelb witziger? Immer, wie gesagt, alles, was ich zum Trapper Keeper schon gesagt habe, gilt auch dafür. Und wir haben auch in A5 dieses knallrot-orange Cover von One Piece. Wie gesagt, ich finde es witzig, aber da ich mit One Piece nichts am Hut habe, ist es der leicht rundliche Tiger da, ist aber schon sehr süß. Er ist ein bisschen sehr rundlich. Ja, machen wir die gleichen Übungen wie mit der Sandy, damit wir ein bisschen weniger rundlich sind, gell? Aber vielleicht bist du auch schwanger.
Man weiß es ja nicht. Ja? Kleiner Tiger. Ja. Gut, also das war das One Piece Cover. Dann haben wir den Trifold. Wir haben auch hier wieder Tomitaro Makino. Wieder mit diesem einen, also nicht mit dem tollen Design, das über das ganze Buch geht. Ich glaube, das haben sie aber bei den Covern selber noch nie gehabt. Das war immer nur bei den Büchern, also bei den Weeks und eben beim Han direkt vorne drauf. Dann auch das Windelbaby, Hasenbaby ist auch wieder da. Hundi. Ja, also da sind jetzt glatt überhaupt keine neuen Sachen mehr dabei. Die gab es alle letztes Jahr schon. Gut, also jetzt kann ich mich gerade gar nicht erinnern, was da in A5 spannend ist. Ich meine, wir haben wieder das Bild gehabt mit dem Denali. Da würde ich auch eher zum A5-Cover tendieren, weil ich ja eher A5-Cover kaufen würde. Das war. So, jetzt weiß ich tatsächlich, muss kurz noch einmal so durchscrollen, ob irgendwas sonst noch besonders war. Ja, das Schwarz-Weiß-Cover ist durchaus und natürlich der Paddington-Bär. Genau, ja, also das war's. Der Denali, der Paddington-Bär und das Schwarz-Weiß-Cover von den neuen. Ja, na, sonst eher nichts. Ich meine, das ist auch neu. Es würde mir auch sehr gut gefallen, wenn ich jetzt tatsächlich auf der Suche nach einem Zipper-Cover wäre. Ich glaube aber, dass ich kein Zipper-Cover mehr brauche. Glaube ich. Genau. Okay, also das waren die ganzen A5-Cover. Und da haben wir eben die klassischen Bücher wieder, eben Kassen in Japanisch, Kassen in Englisch und Avec in nur Japanisch. One Piece Variante gibt es dazu keine. Und jetzt kommen sie, sie kommen, sie kommen. Auf das haben wir gewartet. Wie lange haben wir denn schon gewartet? Wir haben jetzt 1 Stunde 36 darauf gewartet, dass wir endlich zu den Han-Designs kommen. Weil, ich sage euch ganz ehrlich, ich liebe meinen Han. Ja, ich habe ihn eh, natürlich, habe ihn da neben mir liegen. Ich liebe ihn. Schaut mal an, wie fett das der ist. Ja? Und nicht nur das, dass er so fett ist. Ich brauche kein Cover drumherum. Ich habe nur das Clear-Cover. Der ist super haltet. Also da habe ich noch überhaupt keine Probleme damit. Immer klar, ich trage es jetzt auch nicht wahnsinnig herum. Aber ich ginge mal davon aus, wenn ich mir wieder einen kaufen würde, ich brauche kein neues Cover, wenn ich nicht den da mit dem Clear-Cover ins Regal stellen wollte, damit der Krawattenstoff geschützt bleibt. Also das wäre so ein Gedanke, den ich hier hätte. Aber ich liebe meinen Hund. Ja, also, jetzt sind wir endlich beim Hon angekommen. In A6, in A5. Ach Gott, nein, jetzt bin ich wirklich aufgeregt, weil ich habe so das Gefühl gehabt, es hat kaum Reveals zum Hon gegeben. So. Lustig ist, dass jetzt natürlich überall neu dabei steht. Ja, klar, es ist ein neues Jahr, daher ist er natürlich auch neu, ja, weil diese Slash-Cover, die haben wir ja wohl letztes Jahr auch schon gehabt und die Paper Series haben wir letztes Jahr auch gehabt mit dem Black Gingham. Schauen wir uns das nur noch einmal an, weil ich das einfach von seiner Machart so spannend finde, gell? Wenn man sich das eben jetzt anschaut, dann sieht man, vielleicht sieht man das unten bei den Bildern ein bisschen besser. Genau, da hat man eben so ein Karo-Muster. Und dieses Cover ist ein Papiercover. Es ist also durchaus ein bisschen dünner als die anderen Hons, die ja eigentlich alle mehr so in die Richtung Hardcover gehen wie die originalen Weeks. Genau, und das ist aber eben ein Papiercover. Und wenn ich mich nicht irre, schließt, na, gar nicht, gar nicht. Ich habe mir jetzt gerade kurz eingebildet, schließt der Rand bündig ab? Möglicherweise. Das kann ich jetzt gar nicht sagen. Was ist denn da unten? Was ist das? Ah, das sind die Goodies. Genau, dieses Jahr gibt es ja so kleine Notizbücher als Goodie. Genau. Und was ich eben beim Hon immer total cool finde, ist, dass es das Pencilboard gleich inkludiert gibt. Ich habe meines immer im Planer, sagt sie und findet es nicht. Vielleicht habe ich es dieses Mal tatsächlich gerade nicht drinnen, aber eigentlich habe ich es immer drinnen.
und verwende es zumindest zum Hinterlegen beim Stempeln und so und als Lineal manchmal. Weniger als am Anfang, aber doch immer noch manchmal. Ja, also das ist eben das Gingham. Aber das ist jetzt nicht wirklich neu, neu. Neu hingegen ist Spy and Family. Gehe mal davon aus, dass man die jetzt nicht wirklich jedes genau anschauen müssen. Es ist jetzt vom Aufbau des Covers identisch wie die anderen. Wir haben also den süßen Hund hinten und vorne eben dieses Cover. Ich denke, wenn sie identisch ausschauen mit den anderen Covern, dann werde ich das, glaube ich, jetzt nicht alles aufmachen. Ah, da. So, dann haben wir auch hier Crescent Moon Delivery. Schaut allerdings ein bisschen anders aus. Ist ein bisschen fast wie die Fortsetzungsgeschichte vom Cover. Also so ein bisschen so die Vorstellung, man hat das Cover und dann innen drin den Hahn. Was schwierig ist, weil der Hahn in die normalen Cover eigentlich nicht reinpasst, gell? Aber nein, wenn es dann nicht stört, dass er jetzt ein bisschen so verschoben ist, ist das ja wurscht. Dann hätte man außen eben die zwei Katzen, die den Mond sozusagen suchen gehen und dann da hast du den Fuchs, der den Mond davon zahlt. Und die Katze, die ruft dann die Polizei. Nein, das ist ein Postkasten. Aber das wäre jetzt lustig gewesen, wenn es eine Telefonzelle gewesen wäre und die Katze dann die Polizei ruft, weil der Fuchs hat ihnen den Mond geklaut. Das ist eine sehr gute Geschichte. Gut, dann haben wir da dann das Unsodo, also von dem, wo man eigentlich bis jetzt zumindest aus meiner Sicht noch nicht viel Schönes gesehen hat. Es ist das Horncover tatsächlich das, wo ich sage, schaut am besten aus. Wir haben auch hier wieder das Problem, dass die Rückseite das Design nicht mitnimmt. Das wird wieder einigen nicht gefallen. Also es geht so ein bisschen auf die Rückseite. Wir sehen es, wenn wir die das Bild anschauen, das werden wieder viele nicht mögen. Letztes Jahr mit dem Domitaro Makino Cover habe ich es der Lilly zumindest schön geredet, indem ich gesagt habe, das ist sicher deswegen wegen uralten Bindetechniken und frag mich nicht was, wo man halt das schöne Papier, wo man die Blumen drauf gezeichnet waren, sparen möchte und für die Rückseite dann halt eben was Einfacheres genommen hat. Ich fürchte, das kann ich jetzt bei dem Cover nicht wirklich mehr so toll argumentieren, wobei eventuell tatsächlich solche Gründe für diese Entscheidung stehen, dass halt einfach für die Rückseite nie die schönen Sachen verwendet worden sind. Aber ja, trotzdem, gell? Also das wird wieder einigen nicht gefallen. Sonst finde ich jetzt die Streifen schön bunt und auch diese Hügel mit den Bäumchen und so irgendwie ganz witzig, wenn auch völlig unmotiviert. Also es ist nicht wirklich eine Landschaft, aber irgendwie doch. Also, ja, es ist bunt. Gut, dann gibt es ein Liberty Fabrics mit sehr schönen Blumen. Also die sind jetzt ein bisschen anders gestaltet, wie man das sonst hat, wo ja eben so viele verschiedene Blumen und Blüten und Farben und tatata. Das scheint alles in eine Richtung zu gehen. Paysan Blossom, keine Ahnung, was das für Blumen dann sind. Ich kenne mich ja nichts aus in der Botanik, gell? Aber ja, also das ist durchaus sehr hübsch. Eben nicht so unruhig wie viele andere Liberty Fabrics Cover. Dann Bow and Tie, genau. Das haben wir auf jeden Fall vermutet, dass es wieder ein Bow and Tie gibt. Und in dem Fall ist es das Tierkreiszeichen vom nächsten Jahr, die Schlange. Die schaut ein bisschen nach Origami aus, aber bitte diese, großartig. Sadala, wo ist sie? Die bitte. Die ist der Oberhammer. Und dann raucht sie ja noch. Unfassbar. Ja, also wie gesagt, das ist dann das Jahr der Schlange. Genau. Dann steht auf dem Rücken auch wieder nur hier unten Hann und da oben ist dann die Jahreszahl. Genau. Ja, also gefällt mir jetzt von der Farbkombination. Ja, das ist. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob mir die Schlangen generell gefallen. Also so als
Gesamteindruck. Ich finde jetzt die einfach super witzig, aber ich bin mir, wie gesagt, nicht hundertprozentig sicher, ob mir das Cover an sich gefallen würde. Bin schon gespannt, was die Lilly dazu sagt. So, und dann haben wir da noch Sushi als Bow-and-Tie-Variante. Das, denke ich, wird der Lilly auf jeden Fall gefallen. Ich glaube, sie hat, ich bin mir nicht sicher, ob sie den, wo die gebackenen Sachen drauf waren. Und dann gab es ja auch mal generell an mit viel Essen, wo eben so Suppen, Schüsseln und so waren. Die waren alle irgendwie ganz witzig. Da gefällt mir auch die Farbkombi ganz gut. Also es ist vermutlich nichts, was ich haben wollte, gell? Katzen sind besser. Gut, dann haben wir da ein Mother-Cover. Ja, das schaut so nach einem richtigen Buchcover aus. Ja, also nichts großartig Aufregendes, aber ebenso quasi einfach ein Buchcover. Und dann noch ein One Piece, das dürfte wieder ein Bow and Tie sein, gefühlsmäßig. Ja, die Streifen hat es auch. Ja. Meine, das schaut generell jetzt dann wieder witzig aus mit dem Futter, dem Strohhut, einer Schnecke und so. Also möglicherweise kann man damit sogar was anfangen, wenn man jetzt kein One Piece Fan ist, einfach nur weil die Elemente witzig ausschauen. Aber ja, vermutlich jetzt halt auch nichts für mich, gell? Und damit, warte, ich muss wieder ein bisschen kleiner machen. Damit sind wir mal mit den A6 durch von den Designs, wo ich tatsächlich in dem Fall wahrscheinlich den Black Gingham dieses Jahr oder tatsächlich dieses Crescent Moon Delivery, weil das gefällt mir wirklich besser als die Cover. Aber sonst fürchte ich, bin ich da raus. Schauen wir mal, was die A5 können. Die haben auch das Spy and Family, die Design zum letzten Jahr. Dann auch das Crescent Moon Delivery. Ja, also ich fürchte, da gibt es auch kein anderes Design. Warum habe ich gerade das Gefühl, es ist ein Design weniger? Weil man kein One Piece Design hat. Deswegen. Okay. Ja, also das sind die Hons, gell? Crescent Moon Delivery wäre wahrscheinlich mein Hon, wenn ihr einen kaufen die. Ich meine, wie gesagt, dieses Unsodo, ich finde jetzt das bunte Cover nicht so schlecht. Wahrscheinlich, wenn ich es mal lang genug anschaut, hat es mir auch gefallen. Aber nachdem ich grundsätzlich diesen Stil in den letzten Jahren auch schon immer hübsch gefunden habe, würde ich mich wahrscheinlich für das entscheiden, wenn es denn so wäre. Genau. Ja, passt. Das war das. Und wir kommen zu den Weeks. Bei den Weeks haben wir auch überall neu stehen, weil ist ja ein Buch mit neuen Daten drinnen, also ja, neu. Da haben wir wieder die klassischen, das schwarze und das Ivory mit der weißen Linie. Und dann die verschiedenen einfärbigen. Das Lemon Water finde ich vom Blau her schon immer sehr schön. Smoky Gray für diejenigen, die es eher gerne ein bisschen neutraler hätten. Aber auch ein wunderbares Chili Pepper. Ah, so richtig knallig rot. Ja, das tat mir dann schon auch gefallen, auch da, dass man den Rand dann rundherum schön sieht. Deswegen glaube ich, dass das schwarze Gingham eben tatsächlich bündig abschließt, weil man eben den Rand nicht gesehen hat, wenn man sich das Buch von innen angeschaut hat. Dann das Pistachio gefällt mir fürchte nicht. Das ist einfach ein Grün. Abgesehen davon, dass ich nicht das Gefühl habe, dass das wirklich was mit Pistazien zu tun hat, aber das Gefühl habe ich leider ganz oft, wenn was nach Pistazien genannt wird. Jo, also das gefällt mir nicht, aber wie gesagt, das ist trotzdem schön bunt. Dann haben wir ein Sweet Purple. Ja, das ist so ein bisschen Mischung von Pink zu Lila rüber. Ist definitiv okay. A Stardust. Stardust schaut spannend aus. Es hat ein bisschen was eben von diesem Mitternachtsblau aus den Covern von oben mit dem Denali drauf.
Oh, sehr hübsch. Gut, dann haben wir Beautiful Wallpaper. Ich glaube, das war aus der Reihe, wo dann eben auch die unordentlichen Schreibtisch-Cover her sind. Ja, ist ganz niedlich. Also es hat wirklich was wie heißt das, von Tapete. Aber es ist ganz niedlich. Es ist zumindest nicht so unordentlich wie das andere. Jetzt kommt die Sandy schon zum 27. Mal daher. Ja, miau, miau. Hä? Möchtest du was zu fressen haben? Dann komme ich gleich wieder und gebe mal der Maus was zu fressen. Jo, gut. Also das heißt, wir waren jetzt als letztes da bei der Tapete und dann kommen wir jetzt zu dem Night Cherry Blossom Snow Globe. Geht's, dass wir noch längere Namen haben? Ja, ich meine, der ist schon sehr hübsch, aber ich mag die ganz grundsätzlich nicht, die nur so ein Bild mittendrin haben und der Rest des Buches ist leer. Ich mag gern die Designs, die wirklich über das ganze Buch drüber gehen. Nichtsdestotrotz, es ist sehr hübsch. Und diese Blätter dann da sind eben auch sehr niedlich. Also, wie gesagt, das ist jetzt nicht, dass ich sage, gefällt mir gar nicht, aber es ist halt, es wirkt so leer. Aber es ist ja nicht jeder gleich wie ich. Also dementsprechend viel Spaß damit. Dann haben wir da Thanks for your hard work. Das ist jetzt passend zu diesem Kindergartenstil, in dem Fall mit Katze. Ja. Also wie gesagt, da gefällt mir tatsächlich aus der Reihe das A5-Cover am besten, wo der Elefant das Mädchen umarmt. Das ist das zweitbeste und dann kommt erst der Bus. Genau. Aha, was haben wir da? Through the Purple Night. Halleluja, sage ich. Boah, ich meine, das hat jetzt zwar auch was von mehr so isoliertes Bild auf einem größeren Grund, aber es schaut sehr märchenhaft aus. Also es gefällt mir gut und es gibt viel zu sehen, nämlich wirklich viel. Da ist eine Katze. Da ist eine Katze, da ist ein Fischschwanz, da ist ein Vogel, da ist der Saturn. Also es ist sehr eben Fantasy-Traumwelt. Da gibt es auf jeden Fall viel zum Sehen. Die Farben sind super. Und die Wahl eines weißen Covers dazu, muss ich sagen, ja, hat was, weil dadurch poppt es erst so richtig. Also das gefällt mir schon sehr gut. Ja, Mausi, ich weiß, dass du was gefressen hast. Sie muss mir jetzt immer sagen, ich habe gefressen. Ich weiß das, ich habe dir ja schließlich was gegeben. Ah, sie ist so niedlich. So, da, das, da. Das ist, glaube ich, genau, das ist jetzt Unsodo wieder. Wo mir ja, glaube ich, gerade das A5-Hand-Cover gut gefallen hat. Ein Ding. Jetzt bin ich irgendwie verwirrt. Aber ich weiß, ein Unsodo gefällt mir ja durchaus ganz gut. Genau, das war das mit den bunten Linien. Genau, das ist jetzt wieder in die Kategorie not so much. Es schaut jetzt auf den allerersten Blick, schaut es aus wie Straßenkarten, aber leider nur auf den allerersten Blick, dann schaust du genauer hin und hast das Gefühl, das sind Servietten und Post-its und so Ordendinger. Das Ding schaut immer so aus wie diese Orden, die man dann da kriegt. Also ist auch wieder Hot Mess, finde ich. Also, und von den Farben her ist es nicht meins. Genau, dann haben wir wieder den Denali. Und da, doch, gut, wenigstens hier hat man die Linie, weil auf der Seite ist jetzt das Bild so abgeschnitten, dass man eben diese Pinselstriche nicht mehr sieht. Und ganz ehrlich, die Pinselstriche sind es aber, die es ausmachen. Also ich vermute schon, so ein bisschen habe ich ja das Gefühl, dass man da auch diese Linien sieht, die der Pinsel hinterlassen hat. Aber da muss ich einfach sagen, da finde ich das A5 oder das A6-Cover besser, weil es einfach das ganze Bild drauf hat, ja, wogegen da jetzt einfach zwangsläufig was abgeschnitten worden ist, weil das sonst vom
Format her nicht passt. Der Rand gefällt mir gut, aber da hätte ich mir fast gewünscht, dass der Rand da wäre. Also, dass sie auf derer Seite das Bild abgeschnitten hätten und nicht auf der. Jo. Also, weg damit. Aber da ist er, da ist er, da ist er, der kleine Paddington-Bär. Ach, er schaut schon niedlich aus. Was ist auf der Rückseite? Da geht er davon. Ja. Ja, also, wie gesagt, der ist super niedlich. Wenn ich eine Weeks brauchen würde, würde es vermutlich der werden. Dann haben wir wieder Spy and Family, diesmal ein bisschen in einer anderen Anordnung, eben zwecks dem Format, war es gewesen. Der Hund ist allerdings auch wieder auf der Rückseite. Ja, gefallen mir jetzt grundsätzlich auch die anderen Cover besser, aber es ist jetzt das auch nicht schlecht und auch das könnte ich mir wunderbar als X-Men-Cover vorstellen. Da werde ich nicht runtersteigen. Wer weiß, vielleicht kommt irgendwann einmal was. Sie haben uns schon mit ganz anderen Sachen überrascht. Dann haben wir das Mother-Cover, das mir jetzt tatsächlich auch abseits von Mother gut gefällt. Irgendwie finde ich die Idee witzig. Diesen Panels halt wieder. Ja, vermutlich ist es eh das, dass es wieder sehr comic-mäßig ausschaut. Allerdings, wie gesagt, ich kenne mich zu wenig mit dem Spiel aus, als dass ich wüsste, was das alles darstellt. Wahrscheinlich ist das auch so ein Spiel, wo man verschiedene Levels erreicht und jedes Level hat dann ein bisschen eine andere Optik bzw. anderes Thema. Es könnte das sein. Ja, also wie gesagt, aber finde ich jetzt einmal ganz witzig. Dann ist wieder das, das mir nicht gefällt, das brauchen wir uns nicht weiter anschauen. Das haben wir in A6 schon gesehen, das ist wieder mit diesen goldenen Papierdingen. Dann haben wir da auch die Schlangen. Wie gesagt, die Farbkombination gefällt mir einfach nicht. Es hilft nichts. Also die blauen Schlangen sind ja noch witzig, aber der Hintergrund, das ist nicht schön. Gut, dann haben wir das Gelb, aber da haben wir noch ein neues, nämlich mit Cherry. Die sind witzig. Also da gefällt mir einfach jetzt alles, gell? Es ist die Farbe von dem Blau ist wunderschön, die Cherries sind lustig, die Blümchen, die noch da teilweise dabei sind, sind lustig. Also wenn ich auf Bow and Die jetzt zum Beispiel so eine Sammelserie hätte, wo ich mir jedes Jahr ankaufe, da hätte ich mit dem überhaupt kein Problem, ja? Würde ich dem Sushi bevorzugen? Die Cherries, also die sind süß. Liberty Fabric kennen wir schon. Harvest Blade. Okay, ja, sehr schön. Passt eben auch zu diesem braunen A5 und A6 Cover dazu. Ist auch sehr hübsch. Wenn man eher so ein bisschen was Stilvolleres, Schlichteres sucht. Wobei stilvoll ist auch schon wieder ein bisschen wertend, dass die anderen nicht stilvoll wären. Aber jetzt halt so dieses klassische Design. Dann haben wir nicht schon einfarbige gehabt? Da waren wir doch schon. Sind die jetzt die aus Leder? Oder sind das die Nuance Smooth? Ich glaube, die haben früher Nuance geheißen, das sind die, die nicht flach liegen. Die alle in den Wahnsinn treiben. Ja. Ja, gut. Also das wäre sowieso nichts für mich. Und das gibt es eben in Gelb, in diesem Blau, wo es oben eh auch den Einfärbigen gibt. Der hat zwar anders geheißen. Wie hat der oben geheißen? Lemon Water, aber ich finde, das Blau ist fast das Gleiche. Dann Black Gingham, das ist dann der Papier. Weeks wieder. Und da gibt es noch Platinum White. Das kommt mir tatsächlich neu vor. Kehrt eben auch in diese Papiercover-Serie. Ja. Ist nice. Ein bisschen shiny, fürchte ich. Also, das Platinum da drinnen hat, glaube ich, schon eine Bedeutung. Ja. So ein bisschen shiny. Aber es ist nicht schlecht. So, dann haben wir den Leder. Da wissen wir ja auch von der Sam, dass das nicht wirklich klasse liegt, ist, weil es eben nicht flach liegt. Mausi. Mausi. Komm halt zu mir her. Sie ist wieder Kater früher. Sie plärrt da draußen jetzt im Gang. Das hat sie früher nie gemacht.
Das macht sie jetzt ständig und wartet darauf, dass man rausgeht und ihr sagt, dass man noch da ist. Dann kommt sie gelaufen, wie eine Waldmeisterin. Also ganz gleich wie der Nepomuk früher. Gentle voll. Ach ja. Gut, also wie gesagt, die Ledercover, das ist eben so, die Geschichte liegt auch nicht flach. One Piece, ja, irgendwie vielleicht ganz witzig als Cover. Doch, finde ich durchaus ganz lustig. Die Rückseite gefällt mir dann fast noch besser. Aber ist witzig. Also wenn einem das gefällt mit One Piece, finde ich das Cover auf jeden Fall gut. Und dann haben wir auch einen One Piece Weeks, so wie es eben auch den A6 Hon gibt. Und ja, das war's. Dann kommen wir noch zu den Megas. Und Mega war ja immer das, was ich definitiv verwendet habe. Immer den Sneaker Weeks. Ja, mittlerweile, glaube ich, nach den Erfahrungen mit dem Horn würde ich mir wahrscheinlich auch bei einem Mega an die andere Variante herantrauen. Damals war das eben wirklich gerade das Attraktive, dass das Cover mit dem Buch bündig abschließt. Das mag ich halt einfach total gern. Da gibt es jetzt dieses Grün, also so richtiges Grün-Grün, und dann das Purple. Das ist auch, Lilly ist, glaube ich, begeistert von dem Purple. Dann haben wir wieder Lemon Water, Smoky Gray, dann die ganzen Farben, die wir vorher auch schon gesehen gehabt haben, und dann gibt es noch die Bow and Tie Variante. Das war's dann allerdings. Genau. Gut, dann gibt es Weeks Cover. Da haben wir auch dieses Trifold Trapper Keeper Ding, in dem Fall in Blau. Also ich finde es echt schade, dass sie sich bei A5 für Braun entschieden haben. Genau, weil sowohl das Blau als auch das Grün sind eigentlich sehr schön, aber das Braun, ich weiß nicht, gell? Ja, auch vom Aufbau her wieder alles ganz gleich. Wir haben außen die Taschen, wir haben innen die Taschen. Also wie gesagt, ein bisschen ein glorifiziertes Clear Cover für Weeks. Dann den Tragen haben wir dann hier auch. Single Color, gut, da ist es nach wie vor Notte, nennt sich das. Ich vermute, es ist nicht ganz schwarz. Maybe it is. Tatsächlich, Notte means night in Italian. Deep Black. Also es ist tatsächlich ein schwarzes Cover. Und auch hier gibt es dieses Jahr nichts Neues. Das Liberty Fabric schreiben sie zwar hin, dass es neu ist, aber wie gesagt, die schauen sich alle mehr oder minder so ähnlich, dass es echt schwer ist, die zu unterscheiden. Und das ist eben so ein ganz helles Zitronengelb, also da wäre ich fast blind, innen drinnen. Aber wie gesagt, also die sind mir immer ein bisschen zu unrund. Das ist dann das Hollyhocks von letzten Jahr. Dann haben wir Minnebär, Jelly Beans. Ich glaube, da drinnen, ah, gar nicht, da war das blau. Genau, wo ich gesagt habe, dass die zwei blau einfach nicht zusammenpassen. Ja. Dann das Piece, das schauen wir uns wieder von außen an, wie die Stoffkombi ist. Da haben wir wieder die Eule, die ja in A5 gewesen ist. Die Häuser, die waren in A5 und in A6. Wir haben ein Tambourine wieder in einer anderen Farbe. Wir haben wieder die Hasen. Diesmal in einer durchaus sehr schönen Kombi. Also dieses dunkle Olivgrün mit dem Karamellbraun. Das gefällt mir eigentlich sehr gut. Also so ein Cover zum Beispiel könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ich meine, das Blaue in A5 war schon auch nicht schlecht, aber wir haben nach wie vor das Osterproblem. Ja, also das Piece ist eigentlich ganz hübsch. Gut, dann haben wir da auch wieder die Lightberry, die haben wir ja eh schon in allen Größen bewundert. Das Minamo ist wieder im Programm. Wie gesagt, ein tolles Design habe ich in A5. Und die sind jetzt alle nicht neu. Wir haben ein Japan Only, ein Container. Ja, und noch eins auch Japan Only. Gut, wo die Mega-Weeks gut reinpassen und so, das muss man dann eh für sich entscheiden, wobei die Zip-Cover immer ein bisschen großzügiger sind. Also das heißt, mit den Weeks-Covers sollte eigentlich auch für die Megas keine Probleme geben. Wir haben nach wie vor das Thema mit den Hons, dass es offensichtlich keine eigenen Cover dafür gibt.
bin gespannt, wann sie auf den Zug aufspringen. Es ist zwar schon so, dass natürlich der Han von seinen ganzen Gedanken her ja eben genau so gemacht worden ist, kein Cover zu brauchen, aber das war ja der Weg seinerzeit auch. Und es gibt jetzt Cover dafür. Also ich gehe davon aus, irgendwann werden sie auch für die Han eigene Cover machen. Oder zumindest darauf hinweisen, in welche A5 oder A6 Cover die Horns eventuell passen. Also ich vermute mal eben, die SIP-Cover würden funktionieren. Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, ich glaube schon, dass ich es letztes Jahr probiert habe. In mein Veluto, da hat er schon reingepasst, aber ich weiß nicht, wie lang, gell? Also jetzt ist er doch recht fett und ich habe ihn ja schon lange in keinem Cover mehr drinnen. Ja, dann haben wir noch den Day 3. Da haben wir eben immer die Monatsübersichten und dann reine Notizseiten, ungefähr für ein halbes Jahr, wenn man eine Seite pro Tag verwenden wollt. Und dafür gibt es durchaus eigene Cover, die scheinen aber nicht neu zu sein, also einmal in Schwarz und einmal in Blau. Und das sind eben welche, die recht schlicht sind. Sie haben zwar zwei Stiftschlaufen, aber mehr nur so diese Penhooks. Und, warte jetzt, muss jetzt mal kurz schauen, das ist von außen, das ist von innen. Da sollte man vielleicht das Blaue anschauen, dann sieht man das ein bisschen besser, wie das dann innen drinnen aufgebaut ist, mit den mehr oder minder klassischen Taschen, also hier zumindest zwei Einstecktaschen und da diese Flap, wie auch immer, Secretarial oder was auch immer. Ja, also die sind sehr schlicht, haben auch nur ein Lesezeichen. Genau. Aber sie sind zumindest speziell für die Day 3 gemacht, die ja eben etwas dünner sind als die anderen Bücher. Gut, und dann haben wir noch den 5-Year-Tacho in A5 und A6. Vom Design her haben sie sich nicht verändert. Und Cover gibt es allerdings. Da ist es, das Katzencover. Ich habe nämlich wohl in ganzen Reveal sehen, dass es das Katzencover wieder gibt, aber es ist mir ja jetzt irgendwie nicht untergekommen. Es gibt also das Katzencover für den 5-Year-Tacho in A6 und in A5. Das ist doch einmal ganz nett. Also es gibt relativ viele Cover für die 5-Years, also eben auch dieses Jeans-Cover. Trifold gibt es wieder, den hat es eh jetzt die letzten Jahre auch gegeben. Aber vor allem natürlich das Katzencover. Ja, gell, 5 Jahre sollte ja vielleicht sogar schaffen. Meine 10 Jahre in dem Paper Blanks, das war dann doch ein bisschen zu viel. Außerdem kam dann Corona, gell? Genau, da hat sich dann sowieso alles verändert. Und ein neues Gift-Set. Also wir hatten ja jetzt die längste Zeit so eins mit Blumen vorne drauf. Und jetzt ist es eben dieses, das ist sehr hübsch. Also, ja, das ist sehr hübsch. Das Hasi ist sehr süß. Schmetterling. Interessant. Ach so, okay. Jetzt habe ich mir gerade gedacht, das ist ja genau das gleiche. Ja, weil ich mir vorher geschlossen das vorne und hinten angeschaut habe. Ja, und so schaut es eben innen aus und ein Bookmark, weil man ja üblicherweise nur einen Tag markieren muss. Genau. Ja, also das war, hoppala, was war denn das jetzt wieder? Was das Ding heute macht. Genau, und dann gibt es da noch die 24er Editions, das braucht man jetzt aber nicht. Jo, meine Leute, jetzt habe ich euch so knapp 2 Stunden lang erzählt, was es da so gibt mit meinem wunderschönen Out-of-Bed-Look. Ich sehr sexy. Ja, aber ich wollte euch jetzt dann nicht so total gestylt, wie ich sonst natürlich aufwache, begrüßen. Und dementsprechend habe ich mir die tolle Frisur gemacht. Ja, nichtsdestotrotz, mein Kakao ist fast leer. Wir haben jetzt 2 Stunden lang uns dieses Line-up angeschaut. Ich werde jetzt meine Stimme ein bisschen schonen und zu einem späteren Zeitpunkt dann das Reaction-Video zu den Accessories machen, was es da eben gibt, ganz im Speziellen auf die Stapo, weil es da ja dann neue Designs geben sollte. Allerdings kann es sein, dass das dann ein bisschen dauern wird, weil die ja möglicherweise erst nächste Woche wirklich
auch vorgestellt werden. Also vielleicht sieht man die jetzt noch gar nicht. Vielleicht mache ich dann ein eigenes Dabo-Video. Schauen wir mal. Ja, ich hoffe, dieses Format hat euch jetzt auch gefallen. So ganz anders ist es mir jetzt eh nicht vorkommen, wie meine restlichen Videos, wo ich ja vorher schon ein bisschen gestöbert und geschaut und das gefällt mir und mich dann hingesetzt habe, das Video zu machen. Ja, was ich euch allerdings schon noch versprochen habe, war ein bisschen zu sagen, werde ich bestellen, werde ich nicht bestellen. Also eigentlich habe ich es nicht vor, weil ich habe definitiv Planer im Haus, die ich nächstes Jahr verwenden kann, die auch sehr Hobonichi ähnlich sind, wie zum Beispiel der Rosy Life Planner. Der ist zwar undatiert, müsste ich datieren, aber das ist ja jetzt das geringste Problem. Ich habe ihn ja deswegen trotzdem und sollte ihn irgendwann verwenden. Da passt definitiv ein ganzes Jahr rein. Sollte ich mich nicht für ein Jahr festlegen wollen, habe ich immer noch in A5 auch einen Sterling Ink für ein halbes Jahr. Könnte man immer noch machen. Dann habe ich natürlich auch noch den Paper Test Designs in TN Standard. Dann habe ich noch von Twines and Paper, die in Wix-Größe, in verschiedenen Möglichkeiten. Also ich bin definitiv ausgestattet und muss auch sagen, ich bin mit diesem Use Your Shit dieses Jahr wirklich sehr gut zurechtgekommen und habe wenig das Bedürfnis, mir irgendwas Neues zuzulegen, was sicher auch dem geschuldet ist, dass ich halt Wolle kaufen kann. Gell? Also ich befriedige diesen Drang nach, ich muss mir jetzt irgendwas kaufen, um mir was Gutes zu tun, befriedige ich ja wohl. Also so ist es nicht. Ich bin jetzt auch keine Hallige, gell? Ja, also wie gesagt, und das Line-up ist nicht so von den Socken hauend dieses Jahr. Ein paar Sachen sind wirklich nett und ich meine, der Paddington Bär ist natürlich der Paddington Bär und ein bisschen so die Sammlergeschichte kommt da ein bisschen zum Tragen. Ob man es nicht allein schon deswegen kaufen sollte, damit man es hat, so wie den Hund und die Marie und was jetzt gerade gar nicht, die anderen sind eigentlich weniger Sammlerstücke, sondern einfach nur wow, sind die schön, die will ich haben. Ja, genau. Es ist allerdings eben auch so, dass ich Cover gar nicht so viel mehr verwende wie früher und dann eben teilweise sind sie hell und dann traue ich mich nicht, weil sie sonst dreckig wären. Vielleicht werde ich doch noch Cover on Cover mir auch besorgen, damit ich die dann da drinnen aufheben kann, damit es einer besser geht. Ich weiß es noch nicht. Wir werden jetzt einmal die Accessories anschauen. Eventuell ist da was dabei, wo ich sage, ja doch, das könnte ich tatsächlich brauchen. Neuer Job steht ja schließlich ab September auch an. Vielleicht möchte man sich dafür was gönnen, man weiß es ja noch nicht. Ja, also das ist jetzt einmal so ein bisschen der Gedanke, den ich habe in Bezug auf Cover und Planer. In Bezug auf Accessories, wie gesagt, werden wir schauen. So, ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen, es war nicht zu lang, ihr habt es vielleicht in Etappen geschaut, aber wer jetzt noch da ist, Dankeschön. Ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Vielleicht nicht mehr ganz so schick, weil man kann nicht immer so schön sein. Gut, ich wünsche euch was. Tschüssi, baba.